Herzlich willkommen im Tollhaus Rudolf-Harbig-Stadion. Ich hoffe, ihr hört mich und hört auch die anderen beiden. Da sind wir heute dabei. Der André, der fällt heute aus. Der ist beim Berlin-Marathon, läuft einen Halbmarathon. Der hat sich sehr sportliche Ziele gesetzt zum Sonntag. Ja. Hat dafür auch ausnahmsweise mal heute hier drauf verzichtet. Weil er nicht wusste, dass wir Sonntag spielen. Deswegen wahrscheinlich. Ja. Und zu Gast auch noch Patrick Wiegers bei uns. Herzlich willkommen, Patrick. Das letzte Mal hat es ja nicht so gut geklappt. Diesmal versuchen wir es nochmal. Ja, genau. Hallo. Auch von mir. Ich versuche, den Eschi zu vertreten. Das wird zwar schwierig, aber naja, ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Sehr gut, Patrick. Ja, es gab noch eine Anstimmung hier vom Capo. Der stand unten auf dem Rasen und hat das Stadion nochmal heiß gemacht. Wie man ja hört im Hintergrund. Ist ja wahnsinnig laut. Währenddessen schon beide Mannschaften hier aufs Feld kommen. Übergebe ich auch mal an Silvio, dass er auch mal ein bisschen reden kann. Nicht, dass ich hier den Eschi spiele die ganze Zeit. Nee, genau. Und zwar, wir haben ja heute den 32. Spieltag. Das ist der Inklusionsspieltag der SG Dynamo. Deswegen werden auch Rollstühle heute auf den Rasen mitgeschoben, unter anderem. Und mit den anderen Kindern da an der Hand gelaufen. Beide Mannschaften positionieren sich jetzt schon gegenüber mit dem Blick zur Wippetribüne. Und den Einlaufkindern werden sich jetzt winken jetzt noch mal nach rechts und links. Ich würde kurz auf unsere Gäste drauf eingehen. Unsere Gäste heute im blauen Trikot mit einer weißen Hose und schwarzen Stutzen. Und der Torhüter ganz in weiß, der Herr Schreiber, ist es Tim Schreiber, der früher auch schon eine Borea-Jugendvergangenheit hat. Oh, also das nicht ganz kommen. Unbekannt ist. Den musste ich bringen, den habe ich ja vorher. Ja, Patrick, was siehst du noch so auf dem Feld, wenn du schon mal bei uns oben bist? Ja, dass die Spieler ziemlich heiß sind. Ne? Die machen sich richtig heiß untereinander, klatschen nochmal ab, umarmen sich und springen nochmal dreimal in die Luft. Die Schiedsrichter stehen gerade bei der Platzwahl mit den beiden Kapitänen und ist auch jetzt entschieden, klatschen sich auch nochmal ab. Und für uns am interessantesten ist, dass der Stefan der Kutsche jetzt zur Mannschaft nochmal geht in den Kreis und dort auch nochmal ein paar Worte verlieren wird. Viel, glaube ich, gibt es heute nie mehr zu sagen an der Stelle. Wer jetzt nicht weiß, um was es geht, der ist fehl am Platz. Aber ich bin heute sehr, sehr guter Dinge, dass wir eben das wissen. Und darauf zurückzusehen, auch noch, was die Woche über passiert ist, was Stefan da für eine scheiß Briefe gekriegt hat, das geht absolut nicht. Auch wenn man ihn nicht mag, trotzdem macht man sowas nicht. Und währenddessen gehen jetzt alle zum Anstoß. Das wissen wir jetzt hier nicht, wobei ich es besser finde so, weil in der zweiten Halbzeit, wenn du gegen Ende des Spiels dann auf den K-Block spielst und dort mal eine brenzlige Situation kommst im 16er, dann kann es auch ganz mal schnell mal zu einem Pfiff kommen vom Schiedsrichter, der hier vielleicht ein bisschen auch noch sich treiben lässt von der Emotionalität und der Leidenschaft hier im Stadion. Und da können die Fans ihren Beitrag dazu leisten. Ja. Von daher finde ich das in die Richtung zu beginnen viel, viel besser. Ja, der Stadionkessel ist so laut hier. Unglaublich. Aber das brauchen wir alle. Fühlt sich ja als Spieler wahrscheinlich auf dem Feld auch ganz gut an. Gauss ist es da, der sich den Ball jetzt geschnappt hat auf der rechten Seite gewesen. Abgepfiffen, Stürmerfoul. Ahmed Arslan liegt unten sieht da. Nicht gut aus. Und es werden sofort die Ärzte gerufen. Ahmed Arslan, Zunge verschluckt oder was ist passiert? Nee, kommt langsam wieder hoch. Das sind immer also frei. Und wird jetzt am Kopf da. Da sind die Ärzte dran, die jetzt am Kopf dort schauen. Ja, das hat dreht sich jetzt aber langsam hoch, jetzt kommt er hoch, also scheint weiter zu gehen. Sivea hat sich da entschuldigt auch gleich. Patrick, hast du selber so eine Situation mal gehabt, wo du irgendwie Kopf an Kopf? Also das ja, tatsächlich, da habe ich auch ganz schönes Horn kürzlich auch erstmal davon betroffen. Oder Felix Götze, ja. Was ja dann auch unschöne Szenen nach sich zog und von daher. Aber immer läuft. Der war nicht unwichtig, auch ja, der war Elfmeter. Auch, ne? War auch wichtig, ne? Jetzt läuft über die linke Seite zu Park. Hauptmann mit dem Pass zu Park. Park jetzt mit einem langen Ball rein Richtung Stefan Kutschke, der steht da, verpasst den Ball und dann ist Zimmerschied noch da. Der kriegt den Ball aber nicht unter Kontrolle. Schreiber hat den Ball dort. Und der nächste jetzt. Das ist ja relativ kurz dann. Ja, und 2 Minuten 40, nicht viel Fußball, Silvio. Ich würde mal an dich übergeben. Somit ist es dann Schreiber, der den Ball zentral am Elfmeterpunkt auf die rechte Seite raus verteilt zu Böder. Böder spielt wieder die Innenverteidigung zum Captain zu Zeitz, der wieder auf die rechte Seite raus zu Böder. Böder mit einem langen Ball, aber sofort geblockt von Zimmerschied. Meißner.
Meisner war es, genau. Meisner, somit aber trotzdem Einwurf für unsere Gäste. Risotto hat den Ball, wirft ihn lang nach vorne zu Brünker. Brünker da im Kopfballduell vor Kerber, aber jetzt ist es Park, der den Ball runternimmt, will ihn direkt spielen, wird aber dort gestört. Die Gäste jetzt im Ballbesitz über Kurzpassspiel auf der rechten Seite, spielen den Ball lang über Brünker zu Kerber. Aber Kerber verfolgt von Luca Hermann, kann den Ball aber dort behaupten, aber Hermann geht energisch nach, stellt sich jetzt vor den Ball und erobert jetzt den Ball, spielt jetzt zurück in die Innenverteidigung zu Lewald und Lewald muss mit der Hacke und aber fast ins Tor aus, aber somit gut kommt geklärt, Hermann nach außen weg, nicht ins Zentrum rein. Der lieber mal weiß, ne? Auf Nummer sicher gehen, den Ball über die Linie zu drücken und nicht ins Zentrum reinzuspielen, wo du dann unter Druck gesetzt wirst. Von daher. Genau richtig. Somit ist es jetzt wieder Einwurf für unsere Gäste durch Gauss. Gauss ist jetzt Höhe 11 Meterpunkt auf der rechten Einwurfseite, legt dort noch kurz die Bande ein Stück weg, damit er dort mehr Anlauf kriegt zum Einwurf. Jetzt kommt wieder so eine Einwurf-Flankenfackel, aber Kutschke ist da und köpft den Ball raus ins halbe linke Feld darüber, wo aber unsere Gäste über den nächsten Saarbrückner den Ball behaupten und jetzt die Seite verlagern auf die rechte Seite rüber, der mit einem Chipball ins Zentrum rein, aber da ist es Kammerknecht und der mit dem Kopf da und klärt zum ersten Eckball für unsere Gäste von der linken Seite. Also ja. Auch Zeitz, der die Standardsituation hier macht. Zeitz scheint der Standardschütze zu sein bei den Kollegen, der aber noch mit Sivea, Sivea geht noch mit nur, um den Spieler rauszuziehen, was jetzt in dem Sinne Hauptmann ist. Es ist Gauss. Ist Gauss? Ja. Gauss und Sivea. Gauss und Sivea. Aber Sivea steht so, als ob er schlagen würde und Gauss legt sich aber den Ball hin, wird den wahrscheinlich mit dem linken Fuß mit Zug weg vom Tor bringen oder spielt im Rückraum. Da lauert noch Patrick Sontheimer. Aber Sivea geht jetzt weg, zieht in die Mitte rein, damit Hauptmann jetzt auch mitkommt. Jetzt kommt die Flanke von Gauss, die Ecke zum Gauss rein und Kutschke klärt das Ding vor den 16er. Und da ist es dann Risotto unter den Ball, aber jetzt abgeblockt von Dynamo über Arslan. Arslan kann den Ball aber nur verlängern und lang spielen. Somit ist es wieder Sontheimer, der über die Außenbahn zu Gauss, Gauss zu Stehle und der aber abgeblockt und kann den Ball aber nur zu, zu Gauss spielen. Und Gauss wird kurz gehalten. Lässt sich natürlich Robin Meisner, die den Ball dann zum Einwurf rausklären können auf die rechte Seite. Und dort ist es dann Risotto, der den Ball jetzt aufnimmt, aber Gauss läuft schon wieder in die Richtung, dass er den Einwurf ausführen wird. Macht er auch, weil Risotto wartet. Aufgrund dieser Länge dieser Einwürfe, die einfach gefährlich sind wie ein Eckball dort hinten drinne, legt sich natürlich wieder alles bereit, damit er ja viel Anlauf und Schwung nehmen kann. Und in der Zentrum stehen Brünker, Uafero drinne, die Bälle verarbeiten. Sich um die Achse, verlagert jetzt das Spiel, aber da bleiben sie hängen. Aber zwei dabei bei Hermann. Hermann über die rechte Seite, über Arslan. Arslan flucht aber auch hier zurecht, weil der Platz komplett offen war. Er hat ja viel eher abgepfiffen. Er hat ja viel eher abgepfiffen, als der Ball dort rüber kommt. Ja, also man versucht da schon und das hat man ja als Torwart. Das ganze Spielfeld meistens immer vor sich und von daher kann man da recht viel überblicken, von hier oben fast noch besser. Deswegen hat man da schon auch im peripheren Blick da auch immer die Schiedsrichter im Auge, ob die Fahne hochgeht oder ob der Schiri die Pfeife im Mund hat. Dann arbeitet Arslan jetzt mit dem Freistoß von der linken Seite. 35 Meter zur Grundlinie ist es dort und der kommt Richtung Leber. Will Kammerknecht so Höhe 5 Meter Raum. Außen Luca Hermann, Kion Park und Niklas Hauptmann. Jetzt kommt die Ecke mit dem rechten Fuß zum Tor hin. Von Armin Arslan flach gespielt Richtung Meisner. Meisner zu Park und Park mit einer Flanke rein. Aber erstmal geklärt von den Saarbrückern. Jetzt holt sich Dynamo den Ball wieder. Aber Saarbrücken klärt das Ding erstmal raus. Luca Hermann in der zentrale Höhe, Anschlusskreis. Nimmt jetzt Niklas Hauptmann mit. Der wird angegangen von den Saarbrückern. Der nimmt Risotto mit. Risotto gleich wieder nach vorne gespielt. Niklas Hauptmann geht dazwischen, kriegt von Kio und Park den Ball wieder. Niklas Hauptmann von der linken Seite wird aufgehalten. Von Sontheimer, denke ich, ist es gewesen. Und Sontheimer kriegt durchaus mal gelb ziehen kann. Geht nur auf den Gegenspieler. Genau, ne? Da ja, war auch ein taktisches Foul mit dabei. Und die Härte, die war, also gelb ist da absolut berechtigt. Ja, Sontheimer merkt halt auch, den komme ich nicht mehr hinterher dann, wenn der auf immer vorbeigeht. Deswegen muss den nächsten Ball aus der Zentrale bringt ihn jetzt zu Paul Will, der mit der Hacke weiter Richtung Zimmer schied, aber erstmal wieder geklärt. Kion Park jetzt mit dem Ball. Wird angegangen, bringt jetzt auch einen langen Ball nach vorne Richtung Zimmer schied. Zimmer schied im Strafraum drin. Es wird auch gepfiffen. Sivea ist es da. Auch dieser Brücker bemängelt ein bisschen, dass er nie weiterlaufen lassen hat. Ne? Dieses Vorteilspiel, dass er das zu schnell unterbindet dann. Genau, Dr. Robin Braun. Ja, der hat eine klare Linie. Ne? Vorteil lässt er nicht wirklich laufen, unterbindet sofort.
Wenn er das so beibehält, verlagert die Seite zu Jakob Lewald. Der nach vorn auf die halbrechte Seite zu Kammerknecht. Kammerknecht in die Zentrale zu Luca Herrmann, der sich dort den Ball abholt. Spielt, wartet kurz, wirft kurz auf Hauptmann. Hauptmann rutscht den Ball unter den Fuß weg. Somit ist der Ball bei unseren Gästen, bei der Nummer 6, Sondheimer, der mit einem langen Ball auf Kerber. Kerber im Laufduell gegen Lewald, aber Lewald gewinnt das, schießt ihn an und somit Einwurf. Das Ding aber nur zum Trainer unserer Gäste, zu Ziel. Die machen es jetzt ihrerseits wieder schnell, werfen den Ball hintenrum über Uafero. Uafero zu Zeitz, Zeitz auf die linke Außenbahn zu Sivea. Sivea zu Uafero, Uafero wieder in die Zentrale zu Sondheimer. Sondheimer wieder zu Böder. Böder verlagert das jetzt auf die rechte Seite raus und spielt den Ball in die Spitze zu Brünker. Aber das Lewald und der läuft ihn einfach nur ab, so mit Abstoß für Dynamo. Durch Kevin Broll, der sich den Ball jetzt langsam nimmt. Lässt sich kurz Zeit, damit kommt Paul Will an die Kante 5 noch mit zurück. Linke Seite, rechte Seite, Lewald spielt ihn aber kurz auf Lewald. Lewald kann weiter raus zu Kammerknecht, Kante 16 spielt er auch. Jetzt der lange Ball Richtung Zimmerschied, der durch die Gasse geht, aber Uafero passt auf. Wir einigen sich dort nicht so richtig, Zeitz, aber können den Ball zu Schreiber bringen, der wieder auf die linke Seite zu Gauss. Gauss wird wieder angespielt, hinten verlagert jetzt das Spiel. Uafero geht weiter nach vorn, spielt den Ball zu Gauss auf die linke Seite, Höhe Mittellinie. Der bremst ab, nimmt wieder Uafero in der halblinken Position im Rücken mit und der jetzt mit einem langen Chipball. Aber da ist Kammerknecht, der ihn mit der Brust ablegt, spielt jetzt zurück zu Kevin Broll und der mit einem langen Ball ohne Humor groß hier zu Arslan. Aber Arslan wird von Uafero abgelaufen und dann ist es Herrmann, der den Ball wieder nach vorne. Nochmal eine Situation. War nicht mehr haltbar, oder Patrick? Nee, den sollte er schon halten. Trotzdem eine gute Aktion. Zielstrebig sind wir da in Richtung Tor unterwegs. Um ein bisschen Ruhe wieder reinzukriegen, weil es ja doch recht hektisch begann. Ja. Hektisch ist ein guter Ausdruck. Es geht auch hektisch weiter mit dem nächsten Angriff der Saarbrücker. Die versuchen es jetzt wieder über die rechte Seite. Sehr offensiv, die Saarbrücker auf jeden Fall. Nur zwei Mann im eigenen Raum. Die anderen sind alle über der Mittellinie drüber. Jetzt geht es natürlich ein Stück zurück, weil Schreiber den Ball hat. Zentral vor seinem Strafraum nimmt jetzt auf der halbrechten Seite Zeitz mit. Der wieder zu Schreiber, der in der Zentrale Uafero nimmt. Uafero wieder ein Langbeispiel. Nein, nimmt das mal Gauss auf der linken Seite mit. Gauss ganz links rüber, aber Zimmer schiebt mit der Grätsche. Ball ins Seitenaus zum Einwurf von der linken Seite für die Saarbrücker. Da ist Sivea, der gibt den Ball aber direkt an Gauss weiter. Gauss zurückgeworfen Richtung Uafero. Uafero zu Zeitz in die Zentrale. Zeitz, der Kapitän, spielt ihn jetzt rechts raus Richtung Rizzuto. Rizzuto flach erstmal reingespielt in die Zentrale. Geht der Ball wieder zu Rizzuto, der mit der Flanke rein. Da ist Kammerknecht da mit einem Flugkopfball. Den hätte er gar nicht nehmen müssen. Aber Eckball von der rechten Seite für dieser Brügger. Fand ich, war trotzdem gefährlich, weil der Brünker dort so im Zwischenraum lauerte. Was macht der Kammerknecht jetzt? Ich dachte, er steht so ein bisschen weit hinten. Wenn er den durchlässt, kommt niemand ran, aber ja, kann schon sein. So, Sivea ist es jetzt, der von der rechten Seite die Ecke macht. Mit dem rechten Fuß. Wieder wird die kleine Bande weggetreten. Das scheint so eine kleine Mode zu sein heutzutage. Und jetzt kommt von Sivea der Eckball rein und da ist Zeitz da. Der köpft aber drüber und Dynamo-Kopf noch scheinbar dazwischen. Ne? Gibt Eckball jetzt von der linken. Paul hat ihn eher ein bisschen scharf gemacht dadurch. Ja, aber Eckball jetzt von der anderen Seite. Gauss legt sich den Ball hin. Geht 2, 3, 4 Schritte zurück. Hebt jetzt seinen linken Arm und bringt den Ball jetzt ins Zentrum. Aber von Stefan wieder super geklärt am Elfmeterpunkt. Und drücken dieser Brücke jetzt raus bis in den Mittelkreis, bis zum Torwart zurückgespielt. Können uns wieder sortieren. Jetzt würde ich wieder übergeben. Ja, Rizzuto ist es da, der in der Zentrale jetzt in der Abwehr den Ball hat und ganz langsam dort trabt. Danke, Patrick. Wenigstens hast du es erstmal versucht, wieder ein kleines Stück zu machen. Vorbei will, aber kommt nicht am Saarbrücker vorbei. Herrmann hat dann den zweiten Ball, der spielt jetzt zu Zimmerschied. Und Zimmerschied im Zweikampf in Saarbrücker wird zu Fall gebracht von Gauss. Natürlich kein großes Foul. Ahmed Arslan geht aber hin und sagt zu bringen und anzustacheln. Das ist alles ja Unterhaltung, ne, was wir hier bieten. Und von daher gehört auch das ein Stück weit dazu, dass man da mal vielleicht auch ein bisschen Show macht. Ja, das Publikum brauchen wir heute, glaube ich, nie anstacheln, so wie das im Stadion die ganze Zeit schallt. Also man muss sich vorstellen, bei uns auf dem Kopfhörer, das knallt so wahnsinnig rein noch.
Stefan Kutschke kriegt jetzt den langen Freistoß, aber erstmal geklärt von den Saarbrückern wieder Richtung Kammerknecht, der auf der halbrechten Seite den Ball jetzt aber ins Ausgehen lässt. Er will den Einwurf unbedingt haben, warum auch immer. Zimmerschied kommt jetzt kurz gelaufen, Kammerknecht sieht er den. Hat er jetzt vor sich? Nein, nimmt erstmal Luca Hermann mit. Luca Hermann dreht sich um den Saarbrücker Stehle drumherum, bringt den Ball jetzt erstmal zu Kevin Broll, der wieder rechts rüber zu Kammerknecht. Kammerknecht täuscht einmal kurz ein, nimmt jetzt Lewald mit, der an der zentralen Abwehr am Strafraum steht. Wird nicht angegangen, nimmt jetzt halb links Paul Will mit, der heute im Offensivspiel jetzt, sich mit zurückzieht. Jetzt treten wir auch mal auf den Ball drauf, lassen den erstmal laufen in den eigenen Reihen. Ist jetzt wichtig, nach 18 Minuten immer nur nach vorne, wenig festgemacht auch vorne. Jetzt versuchen wir es wieder über unser altbekanntes und auch gutes Kombinationsspiel. Bis in 16er rein. Komm, zieh ab, probier's. Oh. Ja, Luca Hermann hat den Ball jetzt verloren und jetzt versuchen sie Saarbrücker noch mal durch die Mitte durch. Über Brünker. Brünker bricht aber auch erstmal ab und nimmt erstmal Zeitz mit in der Zentrale, der auf die rechte Seite zu Böder spielt. Böder hätte Rizzuto gehabt, nimmt aber erstmal zentral wieder Zeitz mit. Zeitz hat vor sich Kerber. Jetzt aber erstmal zu Böder gespielt. Böder in die Zentrale zu Sontheimer. Sontheimer dreht sich auch einmal drumherum. Nimmt jetzt halblinks Uafero mit. Uafero hätte links jetzt Gauss. Den spielt er jetzt an. Gauss jetzt tritt auch kurz auf den Ball drauf und bricht auch erstmal wieder ab. Spielt erstmal wieder hinten rum Richtung Zeitz. Zeitz rechts rüber zu Böder. Böder hat viel Platz, weil Robby Meissner ein Stück weit wegsteht. Bringt den Ball zu Rizzuto. Rizzuto verfolgt von Kio im Park. Rizzuto in die Zentrale gespielt zu Gauss. Der hat auch viel Platz. Jetzt geht Luca Hermann drauf auf Gauss. Gauss dreht sich um Luca Hermann drumherum, bringt jetzt in die Zentrale zu Zeitz. Und Zeitz kann nicht abschließen, aber abseits gezeigt vom Linienrichter Kai Brünker war es da. Auch gut gesehen, ne? Ja, ja, sofort. Das ist schnell, spielt jetzt Zimmerschied an. Der lässt ihn wieder klatschen nach hinten in die eigene Verteidigung zu Kammerknecht. Kammerknecht jetzt wieder in die Zentrale zu Lewald. Lewald wieder auf die linke Seite raus zu Paul Will. Paul Will mit einem Chipball Richtung Kutschke. Kutschke verlängert per Kopf. Da ist es Robin Meissner, der Annahmeprobleme hat. Bleiben aber im Ballbesitz durch Arslan. Arslan zieht auf die linke Seite rüber, muss aber wieder abbrechen. Wieder so ein No-Look-Ball, aber den kriegt Hauptmann. Hauptmann zu Zimmerschied. Zimmerschied in der Zentrale. Chippt wieder durch zu Hauptmann. Doppelpassspiel. Aber da wollen alle Hand gehört haben hier. Somit ist der Ball bei unseren Gästen auf der halblinken Seite bei Sivea. Sivea so verfolgt von Hauptmann. Muss jetzt abbrechen, weil Kammerknecht so offensiv steht und dort ins Gegenpressing geht. Sehr gut, bleibt drin. Jetzt haben wir Überzahl da vorne. Torhüter, aber kann doch nur nach vorne spielen. Ja, das ist Hauptmann, der den Ball sich dort mopst vor Sontheimer. Der kann in der Zentrale sofort Hermann anspielen. Macht er auch. Hermann jetzt mit einem Chipball Richtung Kutschke hinten lang. Kutschke mit dem Kopf, köpft in die Mitte und da rutscht er alle vorbei. Und Arslan kriegt den Fuß nicht richtig dran. Und somit rollt er am Torlinie gerade vorbei. Und Schreiber schmeißt sich nur hinterher und nimmt den Ball auf. Der hat den Ball immer noch in der Hand hat. Wirft ihn jetzt ab auf ihre linke Seite zu Gauss mit langsamen Schritten. Wieder schnell ausgeführt auf der linken Seite. Der jetzt in die Zentrale zu Luca Hermann, der auf die halbrechte Seite zu Kammerknecht. Höhe Mittellinie, der jetzt über die Mittellinie drüber zu Zimmerschied. Zimmerschied geht ins 1 gegen 1, dreht sich um Ersten, könnte rechts Ausland mitnehmen. Geht immer noch in die Mitte weiter und wird dann abgeblockt. Zweiter Ball holt sich aber Luca Hermann. Der lässt den Ball nicht aus uns auslaufen, sondern behält ihn drinnen. Bringt jetzt die Flanke von der rechten Seite rein Richtung Kutschke. Aber da ist es Schreiber, der den Ball wegfängt vor Kutschke seinem Kopf. Habt ihr hier ein Phrasenschwein? Ja, ja, nee, haben wir noch nicht. Können wir aber aufmachen. Aber wenn du öfters kommst, werden wir eins anschaffen. Ja. So mit der Ball wieder bei Böder. Der verlagert das Spiel auf die linke Seite zu Uafero. Uafero tritt ein, dreht wieder ein, spielt jetzt auf die linke Seite zu Gauss, der am Doppelpass mit Sivea. Sivea wieder zurück zu Afero. Die Gäste beruhigen jetzt das Spiel, bauen es in Ruhe von hinten auf, verlagern die Seiten Stück für Stück. Sobald Dynamo anläuft, wird er auf die andere Seite gespielt, wie jetzt zu Afero. Und dann ist es Sivea, der jetzt etwas mehr Platz hat dort auf der linken Seite. Der steckt ihn durch bis Kante 16 zu Gauss. Gauss sofort mit der Flanke, aber Kammerknecht abgeblockt. Und dann ist es Ahmed Arslan, der ihn mit der Brust annimmt, aber gleich direkt weiterschlägt. Und dann ist es aber Zeitz, der aufpasst in der Zentrale dort und vor Kutschke das Ding wegköpft. Und jetzt wieder über Beruhigungsspiel der Gäste aus Saarbrücken über Zeitz zu Sontheimer. Der Spiel wollte Kutschke anspielen, aber spielt genau Uafero den Ball in die Füße. Und der bricht aber Gott sei Dank wieder ab, verlagert es wieder zurück über ihren Kapitän Zeitz, der an die Zentrale am Mittelkreis zu Sontheimer. Sontheimer jetzt auf die rechte Seite zu Rizzuto. Rizzuto spielt ihn wieder in die Zentrale zu Sontheimer. Sontheimer kann jetzt stecken, durchstecken, steckt ihn auf Kerber. Aber dann ist es Paul Will, der den Ball abblockt zum Eckball für unsere Gäste. Ja, darf gar nicht so weit kommen eigentlich, ne?
vorne muss Robin Meisner eigentlich den Raum viel mehr zumachen, um den Pass gar nicht spielen zu lassen. Ja, wobei sie es schon gut spielen. Ne? Die ziehen unsere Fünferkette da weit auseinander, binden den Parki außen an der Auslinie. Und dann ist es natürlich für die drei im Zentrum schwer, wenn sie es schnell spielen, dort immer rechtzeitig zu schließen. Und versuchen ja auch immer Überzahl herzustellen. Von daher spielen das auch schon gut in ihrer Anlage. Ja, dann die Ecke jetzt von Sivea von der rechten Seite mit dem rechten Fuß vom Tor weg. Erstmal gibt es ein bisschen Gerangel im Strafraum dort. Ahmed Arslan ist es dort mit Kerber. Jetzt kommt Stefan Kutschke noch an Kerber ran. Jetzt der Ball auch freigegeben. Sivea jetzt lange Flanke rein. Stefan Kutschke steht da und klärt das Ding erstmal raus. Hauptmann geht dort drauf auf Gauss, dass der nicht abziehen kann. Rizzuto ist es jetzt, er nimmt dort Maß, aber ja, der geht Hochhaus drüber. Da kann man schießen lassen von dort hinten. Das hat er an Aue gelernt, übers Tor zu schießen. Und Prollo hat den Ball in den Händen, Mitte 5-Meter-Raum hingelegt. Nimmt auf der rechten Seite jetzt Kammerknecht mit. Kammerknecht wird zugelaufen von den Saarbrückern und die laufen jetzt auch Kevin Broll zu. Aber Kevin Broll ohne Probleme den Ball lang gespielt. Stefan Kutschke im Zweikampf, Ahmed Arslan holt sich den zweiten Ball, bringt ihn jetzt zu Meisner. Meisner hat alle Zeit der Welt, es kommt keiner drauf zu. Spielt den Ball jetzt auf halb links zu Hauptmann. Hauptmann hätte links noch Park, aber der macht die Flanke rein. Haube, die läuft aber direkt durch, direkt ins Seitenaus. Fast Höhe Eckfahne auf der linken Seite. Einwurf für die Saarbrücker. Vor dem eigenen Gästeblock. Der, ja, wie viel sind es, Silvio? 500, die da drinnen stehen? Naja, vielleicht 300, wenn überhaupt. Also 500 erscheint mir zu viel. Okay. Währenddessen geht der Einwurf schön durch jetzt, aber Dynamo holt sich den Ball jetzt wieder über Kammerknecht, über Zimmerschied. Zimmerschied mit einer Flanke rein, aber flach kam die Uafero, kann das Ding sogar mit der Brust runternehmen. Zweiter Ball, der geklärte von den Saarbrückern, bleibt wieder bei Dynamo. Und zwar ist Luca Herrmann, der kriegt den Ball über Umwege zu Zimmerschied, der zu Kammerknecht auf der rechten Seite, der erstmal zu Lewald zurück. Lewald beruhigt das Spiel, jetzt nimmt jetzt Paul Will auf der halblinken Abwehrseite mit. Paul Will, der geht jetzt über die Mittellinie an Brünker vorbei. Zieht noch ein Stück, Sivea kriegt ihn auch nicht. Ball kommt zu Park. Park in die Zentrale zu Meisner. Meisner spielt irgendwo hin, wo niemand steht. Oh, es sollte Paul Will sein wahrscheinlich, aber... Aber das sind schon zwei, drei Bälle, die so unsauber sind jetzt von Meisner, ja, wo er nicht am Mann ankommt und das immer einen gefährlichen Angriffsdritteln, finde ich. Genau, und somit hat der Saarbrücken jetzt gleich wieder Einwurf. 27. Minute haben wir jetzt. Rizzuto ist es dort, der den Ball zu Sontheimer spielt, der mit dem langen Ball vor auf Brünker. Aber Dynamo erstmal dazwischen. Nein, wieder ist es Saarbrücken dort, die den Ball nochmal. Sivea jetzt langer Ball rein Richtung Strafraumgrenze. Da ist Robby Meisner mit dem Kopf dran. Aber was hat er jetzt gepfiffen? Abstoß? Hat Abstoß gepfiffen? Also ich hätte gedacht, Robby Meisner war noch dran. Hast du das besser gesehen? Nö, das war schon richtig so. War richtig so. Na, der Uafero, glaube ich, köpft den Ball einfach aus. Jetzt kommt die schwarz-gelbe Brille endlich raus. Den Saarbrückern, die versuchen jetzt hintenrum wieder zu spielen über Schreiber. Schreiber, langer Ball nach vorne. Kion Park ist es da, der den Ball zu Luca Herrmann gespielt hat. Luca Herrmann wird verfolgt von den Saarbrückern. Die spielen scheinbar fast eine Manndeckung hier, so wie das immer scheint. Jetzt wird Kevin Broll zugemacht von Brünker. Ball läuft aber rüber zu Kion Park auf die rechte Seite. Park jetzt zu Hauptmann gespielt. Hauptmann kommt da vorbei. André Zudo kommt nicht vorbei. Ball geht ins Seitenaus zum Einwurf für Dynamo von der linken Seite. Saarbrücker haben es anders gesehen. Die wollten den Einwurf für sich haben. Park ist es da, der Höhe Mittellinie darstellt. Den Ball jetzt zu Luca Herrmann bringt. Und Luca Herrmann mit einem riesen Bock, den er dort spielt. Sivea liegt dort, oder ist es Scheele gewesen, und die versuchen es jetzt über Sivea. Sivea in der Zentrale, zieht einfach mal ab, zieht ab. Boah, und nein. Rechts unten knallt er rein. Und dafür gibt es auch noch eine gelbe Karte für Luca Herrmann, für das Foul, was er vorher dort macht. Unachtsamkeit. Markus Anfang beschwert sich beim vierten Offiziellen, warum auch immer. Jetzt hat er den Vorteil mal laufen lassen, der Schiedsrichter. Ja, vorher hat er es immer abgepfiffen. Vorher hat er es klar abgepfiffen, aber war halt die schlecht aufgedreht von Luca Herrmann. Der dreht sich genau in diese zwei Leute auf dort, wo dahinter, wo er nur noch das lange Bein nehmen kann. Und dann machen sie es natürlich eiskalt vor der 16 und schießen auch von der 16, weil da viel zu viel Platz war dann. Ja, sind die Abstände einfach zu groß. Es war aber auch schon, als wir den Ball noch in Ballbesitz hatten und nach vorne spielen wollten, war die Angriffsreihe mit der Abwehrreihe ein bisschen zu weit auseinander für meine Begriffe, zu wenig Männer dann, also engmaschig zu verteidigen. Ja, das Ziel war ja eigentlich,
hier Vollgas zu geben und in der Mitte eben gut zu stehen. Ne? Somit dann der Ball jetzt wieder in der Zentrale bei Luca Herrmann. Der verlagert das Spiel auf die linke Seite raus, halb links zu Paul Will. Der mit einem Chipball in die 16 rein, wo Kutschke aber nicht zum Ball kommt, sondern vorne stand, aber keine Gefahr. Ball. Da war er schon zu schnell zurückgeeilt, legt sich den Ball jetzt hin, wartet natürlich, bis seine Abwehrreihe kommt. Und jetzt spielt dann zentral Luca Herrmann an, verlagert jetzt auf die linke Seite zu Park. Park will schnell spielen nach vorne zu Meisner. Meisner mit dem Rücken spielt den Ball sofort weiter zu Hauptmann. Hauptmann mit großen Schritten, Kante 16, linke Seite. Bringt den Ball sofort scharf rein, Armin Arslan! Und der setzt noch kurz mal auf vor Armin Arslan. Und somit erwischt er ihn nicht voll und das Ding geht 3 Meter übers Tor. So ein Ding, wo du Rücklage hast. Der hat einfach war kein natürlich, Spielglück. Natürlich eine super Möglichkeit jetzt. Gleich direkt, 2 Minuten später wäre es gewesen. Ne? Das wäre gut gewesen, aber somit ist es jetzt Abstoß. Der Schreiber schickt auch seine Leute, Uwe Ferro und so weg. Rutscht jetzt weg, Kutschke kriegt den Ball. Aber Kutschke kann den Ball nicht richtig behaupten, stellt sich dort noch rein. Und jetzt ist es Zimmerschied. Zimmerschied auf der rechten Seite. Läuft durch, 1 gegen 1. Will da das Foul, aber wird von Gauss nicht gefoult, zeigt der Schiedsrichter. Somit der Ball auf der linken Seite bei Sivea. Sivea mit dem Diagonalball, aber Park passt auf und läuft da nur den Weg zu. Und somit Einwurf am Stuhl von Markus Anfang. Der wirft direkt zu Paul Will. Der jetzt geht, könnte jetzt den Ball springen, bringt ihn lang zu Kutschke, Kutschke irgendwie zu. Aber dann kann Saarbrücken klären, den Ball lang und weit über die Mittellinie, wo es dann Lewald ist, der ihn jetzt kurz vor der 16 da schon rüberspielt zu Kevin Troll, der wieder das Spiel schnell nach vorne spielt, Höhe Mittellinie zu Kammerknecht. Kammerknecht geht jetzt mit 2, 3 Schritten über die Mittellinie, spielt ihn jetzt rechts raus zu Arslan. Arslan zeigt an in der Mitte, kommt Herrmann, nimmt aber Kammerknecht mit, der jetzt mit einem Wechsel komplett auf die linke Seite rüber zu Paul Will. Der spielt in der Zentrale im Mittelkreis Luca Herrmann an, dreht sich auf, kann jetzt den Ball aber nirgendwo so richtig hinspielen, muss wieder abbrechen, muss wieder zurück zu Lewald. Lewald läuft jetzt in den Mittelkreis rein, nimmt jetzt rechts Kammerknecht mit, der könnte jetzt ganz rechts außen Zimmerschied mitnehmen, macht er auch. Zimmerschied jetzt in der Zentrale zu Arslan, nein, läuft alleine, spielt Decken jetzt auf die rechte Seite durch zu Arslan. Arslan kann das 16, geht rein in den Strafraum, spielt Schaub rein, oh. Kutschke und ganz knapp mit dem Fuß dran, aber es war auch abseits, oder? Nee, Abstoß. Absolut. Aber eine super Reaktion von unserer Mannschaft, die hier nach dem Rückstand sofort das Heil im Angriff sucht und ja, 3 super Aktionen jetzt auch hat. Jetzt könnte ich was ins Phrasenschwein stecken. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, das ist auch so. Ne? Nehmen das Herz in die Hand und versuchen das sofort wieder auszugleichen. Kurz schütteln, weitergehen. Mensch, du Transfermaster hier. Das ist ein sehr guter Luca Kerber. Bist du Spielerberater? Nein, ich habe einen Jungen zu Hause, der weiß alles. Der sagt zu mir schon, wahrscheinlich Heidenheim. Okay. Der Ball sofort wieder freigegeben zu Risotto. Risotto mit einem langen Ball in den Strand und den Ball zu Schreiber wirft. Und ich werfe den Ball zu Thomas. Ja, und Schreiber steht weit aus seinem Strafraum draußen. Bringt den Ball jetzt links Richtung Brünker. Brünker kriegt den Ball auch unter Kontrolle. Die Wehr mit den Torschützen, der zu Uafero. Uafero in den Anstoßkreis zu Sontheimer. Sontheimer dreht sich einmal rum, bringt den Ball zu Luca Kerber. Der wird unter Druck gesetzt von Paul Will. Gefilmt. Paul Will zeigt es auch noch an. Es ist ein ganz normaler Zweikampf. 30, 35 Meter von der Grundlinie entfernt. Sivea ist es da, der den Ball dort wahrscheinlich langschlagen wird. Rizzuto kümmert sich um Zimmerschied, der dort als einziger vorne Richtung Mittellinie noch stehen bleibt als Konterspieler. Armin Arslan die einzige Mauer dort. Sivea, langer Ball rein. Robin Meisner klärt das Ding erstmal raus. Die Saarbrücker probieren es nochmal. Luca Herrmann jetzt mit dem Kopf dazwischen. Jetzt holt sich Tom Zimmerschied den Ball. Tom Zimmerschied kann das aufmachen, bringt den Ball zu Armin Arslan, der zu Robin Meisner, der wirklich nicht an den Ball richtig rangekommen ist. Jetzt läuft er erstmal wieder über den Saarbrücker Torhüter, über Schreiber, der wieder zu Gauss auf die linke Seite. Der kann warten, weil Ahmed Arslan nicht ganz drauf geht. Uafero wieder zu Gauss raus. Gauss hat jetzt auf der linken Seite ganz viel Platz. Gauss kann jetzt auf Zimmerschied drauf zulaufen. Langer Ball Richtung Brünker. Ganz klares Handspiel. Ja. Hat er auch gepfiffen. Ja, zum Glück. Zum Glück. Also, ja, ja. Ja, Brünker am Ball ist so wie Kutschke-Typ so in der Art. Ne? Die kann man so fast miteinander vergleichen. Bloß eben, dass Stefan besser ist. Er trägt Schwarz-Gelb. Deswegen. So, ein paar Will jetzt über die linke Seite. Park, eine gelbe Karte kriegt Stefan Kutschke, sagt gleich, komm, hau ab jetzt hier. Mach dich weg. Uafero will noch ein bisschen sticheln. Ja, bei Park ist das. Park muss noch mal hingehen. Schiedsrichter redet jetzt noch mal mit Park. Aber meiner Meinung nach rutscht Park weg.
und rutscht natürlich in Rizzuto rein. Aber Rizzuto findet natürlich jetzt, ist ja eine gute Zeit, mal so eine kleine Pause zu machen. Ne? So zwischendurch, wenn man ein bisschen länger liegen bleibt, kein Arzt kommt hier aufs Feld. Alles diese taktischen Mittel. Ja, gerade auch das Wetter heute, ne? Das ist ja ungewohnt. Keine Trinkunterbrechung hier bei uns. Aus dem Winter raus, direkt in Hochsommer gefühlt. Genau. Und mich wundert es auch, dass er noch keine Trinkpause Grad, ja, erlaubt hat. Ja, in Freiburg haben sie es ja gemacht gestern. Gut, im Schwarzwald ist immer ein bisschen wärmer als hier. Aber trotzdem 24 Grad mit der Sonne. Ja, und wie gesagt, gerade aus dem Winter so rausgekommen und jetzt das erste Mal bei der Hitze dann auch Fußball spielen zu müssen, das ist immer erstmal eine Umstellung. Genau, so ist es. Jetzt läuft der Ball erstmal lang Richtung Dynamo-Abwehr. Ahmed Arslan leert das Ding jetzt raus Richtung Stefan Kutschke. Der kommt aber nicht an den Ball ran, zeigt gegen Uafero. So gehst du an mich nie ran. Ball läuft aber erstmal dieser Brügger wieder nach vorne. Paul Will klärt jetzt das Ding raus. Sontheimer ist dort wieder dazwischen. Die versuchen jetzt wieder den Aufbau über Böder zurückgespielt zu Schreiber. Der nimmt auf der linken Seite Gauss mit. Gauss läuft jetzt Richtung Mittellinie, geht über die Mittellinie drüber, bricht aber dann ab. Bringt den Ball zu Uafero. Uafero zu Sivea. Sivea verfolgt von Kammerknecht. Dann ist es Brünger, der den Ball in die Zentrale zu Kerber. Kutschke wird weggegrätscht von Uafero. Ball gespielt, sagt der Schiedsrichter. Stefan Kutschke regt sich dort auf. Sagt, das kann doch nicht wahr sein, der bringt mich noch dazu fallen. Jetzt natürlich Stefan Kutschke, der Vulkan, der dort überall drauf rennt. Und nochmal zum Schiedsrichter sagt, das kann nie, das war die falsche Entscheidung, die du dort getroffen hast. Schiedsrichter. Und das zu so einem Duell muss man nie hinschicken. Also ich hätte hier einen erfahrenen Schiedsrichter hingebracht. Richard Hempel zum Beispiel, der ist ja grüner Dynamo-Fan. Ja, weiter läuft es über der Gauss. Hätte uns wahrscheinlich den Ball damit ins Seiten aus, somit Einwurf für unsere Gäste. Höhe 11 Meter Punkt von der rechten Seite. Rizzuto geht hin, ich staune, dass Gauss gar nicht kommt jetzt in dem Moment. Nee, der bleibt hier treu auf seiner Seite jetzt. Jetzt wird es wirklich mal Rizzuto machen. Den Einwurf, kickt natürlich auch die Bande weg, wartet und jetzt wird der Ball geworfen zu Kerber, Kerber zu Rizzuto. Rizzuto, Warball, Warball aus. Ja. Es ist natürlich Wahnsinn, was der Stefan und der Meise hier für Wege machen müssen. Ne? Bei jedem Einwurf auch nochmal zurück in 16er. Ja. Und dann erwartet man natürlich, dass er für vorne auch noch Kraft hat. Ist dann nicht immer ganz so einfach für die Jungs da vorne. Nein, da gebe ich dir recht, Patrick. Somit der Ball wieder freigeben. Der Ball kommt direkt zu Sivea in die Mitte. Sivea zieht an Lewald vorbei. Tritt aber Gott sei Dank nochmal auf den Ball. Will dort einen Elfmeter haben, aber Dynamo jetzt im Ballbesitz über Zimmerschied. Zimmerschied läuft, spielt den Ball diagonal. Aber wieder Meister. Kutschke geht dazwischen durch. Kutschke geht dazwischen. Aber das ist ja klar jetzt. Nee, es ist gelb, es ist gelb. Uafero macht's clever. Uafero läuft genau den Meter noch dahinter, damit er nicht der letzte Mann ist. Kriegt volle Bulle von hinten rein. Also Stefan macht natürlich mehr draus, aber Stefan wäre durch gewesen. Er wäre durch gewesen, keine Frage. Aber Uafero macht's clever. Er setzt sich in dem Moment noch das Stück dahinter. Aber jetzt eine gute Freistoßsituation. Und da haben wir ja jemanden, der das kann, ne? Genau, Patrick. Wer wäre das? Prollo. Ich würde mal sagen, Feuer frei. Patrick Wiegers wird jetzt den Freistoß hier kommentatorisch ausführen. Ja, ich würde mal schätzen, gefühlte 22 Meter halblinke Position. Tim Schreiber im Tor von Saarbrücken gerade drauf und dran, die Mauer ordentlich zu positionieren. Den Ball hat sich hingelegt, Luca Herrmann. Amo Aslan steht noch mit dabei. Was denkst du, wer schießt? Die beiden sind ja beide. Ich denke, von der Mauer abgeblockt, kommt aber nochmal 25 Meter zentral vom Tor runter und wird jetzt aber wiederum wieder geblockt in Richtung Mittellinie. Wir bleiben aber im Ballbesitz mit Paki. Der den Ball aber sofort wieder mit einem langen Ball in 16er reinspielt in Richtung Stefan. Aber eine gelbe Karte ist das jetzt nicht, obwohl sie vom Schiedsrichter gezeigt wird. Also das hätte ich jetzt auch anders gesehen. Das war jetzt nicht zwingend gelb. Ja. Aber gut. Das erwartete Schiedsrichterspiel und Rizzuto ist immer ein Spieler, der dort viel draus macht aus jedem Ding. Also das kennen wir ja, wenn wir gegen Aue gespielt haben. Situation da ist. Ist immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen dann. Ja. Genau. Jetzt auf die halbrechte Seite zu Kammerknecht. Kammerknecht kann ganz rechts aus Zimmerschied mitnehmen. Nimmt er auch. Der jetzt mit einem Ball rein. Da wird Kutschke wieder gehalten. Aber Ball noch heiß bei Meisner. Meisner bringt ihn wieder rein. Aber genau zu Böder. Und Böder köpft vor die Abwehr. Und dann ist es Stehle, der jetzt den Ball kriegt. Macht ihn fest. Spielt ihn zurück zu Sontheimer. Sontheimer wieder durch die Mitte zu Stehle. Stehle jetzt von Lewald verfolgt. Kann aber weiter auftreten in die Mitte. Nimmt jetzt ganz rechts außen Rizzuto mit, der jetzt über der Mittellinie drüber ist.
Sutu hat ganz viel Zeit im Platz, spielt zu Brünker, aber da ist der Ball schon abgeblockt zu Kerber. Und dann Sivea, wieder Sivea, der den Ball dort in der Mitte kriegt. Und dann ist es Kerber, aber vorher schon Freistoß. Ja, ja. Aber wir stehen wieder zu weit weg von den Leuten, lassen sie spielen. Und die Abstände, wie es Patrick Kurz schon so schön gesagt hat, sind viel zu groß. Ich muss auch sagen, das ist das erste Heimspiel diese Saison, wo ich sage, wir liegen verdient zurück. Also die anderen Heimspiele waren wir ja immer bestimmt. Und diesmal irgendwie Saarbrücken kauft uns bisher den Schneid ab, bis auf ein paar Aktionen sind sie spielerisch natürlich mehr im Spiel drin, finde ich. Ja. Somit der Ball wieder gespielt von Kevin Troll auf die linke Seite zu Paul Wild, der mit einem Diagonalball in die Spitze 16 rein, wo Meisner da lauert, aber der Ball geht an Freund und Feind vorbei und somit Abstoß für Tim Schreiber. Stefan blockt Uafero weg, dadurch kommt der Ball durch, das ist natürlich wie gewollt. Robin Meisner dann hätte eigentlich den Ball kriegen müssen. Meisner wirkt für mich bis jetzt sehr unglücklich, kann man sagen, was man will. Ja, wie nicht richtig da. Tim Schreiber hat sich den Ball jetzt halblinks hingelegt auf den 5-Meter-Raum. Würden jetzt lang und weit nach vorne bringen, wahrscheinlich Richtung Brünker. Brünker kriegt auch den Ball jetzt lang geschlagen. Kammerknecht gewinnt aber das Kopfballduell. Zweiter Ball Sivea und Arslan. Arslan gewinnt das auch. Jetzt kommt der Ball zu Zimmerschied. Zimmerschied auf der rechten Seite wird aber sofort zugemacht und wieder mit einem Fehlpass Richtung Kerber. Aber der Ball läuft erstmal vorbei. Brünker ein bisschen zu langsam, um dort drauf zu stürmen. Lewald hat sich schnell den Ball geschnappt. Die wollen jetzt vor der Halbzeit noch das 1-1 schießen. Proll auf Paul Will, halblinks gespielt und dann ist Halbzeit gepfiffen. Paul Will schiebt den Ball nur noch raus auf den vierten Offiziellen. Es gibt ein paar Pfiffe hier im Stadion, aber es gibt ja noch mal 45 Minuten, wo wir noch mal loslegen können. Vielleicht zünden wir heute in der zweiten Halbzeit eher das Feuerwerk, was wir sonst in den ersten Halbzeiten zünden und mit Abschlüssen dann. Das wäre jetzt die Traumvorstellung. Aber wir haben ja das schwarz-gelbe Herz. Jetzt spielen wir ja auch auf dem K-Block, ne? Also stimmt, du hast ja vor uns erklärt, dass das die letzten Prozente dann sind, die wir rausholen können hier noch. Und noch eine kleine Phrase jetzt, ne? Von mir? Fällt gerade nichts ein. So, dann hören wir uns in den nächsten zweiten 45 Minuten wieder. Erstmal angenehme Halbzeit. Bis gleich. Patrick, du hast selbst viel sehen von dir.
Hier war das aber. Ja. Da hatte das der Trainer gesagt, hier kommt, denkt euch das mal. So Baumstellen. Wenn es nicht die Viererkette, kannst du ja trotzdem mit zwei Stürmern weiterspielen. Genau. Ich würde auf Viererkette gehen. Ich auch. Weil dann hast du eben mehr im Mittelfeld wieder, der nicht nur als Achse weiterbringt. Ich überlege gerade, ob es von der personellen Situation Sinn macht. So wie André sagen würde, unsere schwarz-gelben Raute, Lieblinge sind wieder zurück auf dem Feld. Was? Raute im Zentrum wäre mein Ding. Ja. Und während Patrick Wiegers mit Silvio zusammen hier noch fachsimpeln. Wir fachsimpeln, genau. Ja. Taktikfüchse. Taktikfüchse nützt aber nicht, weil ihr steht ja nicht dort unten. Na, ihr könnt das ja jetzt nicht ändern, aber Patrick hat gesagt, er würde jetzt Viererkette spielen, dann die Raute im Mittelfeld. Stefan Kutschke noch mit dem Gespräch mit dem Schiedsrichter. Saarbrücker sind auch auf dem Feld. Keine Wechsel. Es geht so weiter wie in der ersten Halbzeit. Schiedsrichter umarmt nochmal Stefan Kutschke. Oder Stefan Kutschke nimmt den Schiedsrichter ran. Dynamo jetzt von rechts nach links auf den K-Block drauf zu. Für alle bei Dynamo TV hier. Wir haben ein paar Verbindungsprobleme im Stadion. Es liegt nicht an Patrick Wiegers, es hängt am Stadion. Auch wenn das böse zum Munkeln hier. Ball läuft jetzt zurück zu Luca Herrmann von Stefan Kutschke beim Anstoß. Direkt zu Kammerknecht auf die halbrechte Seite. Der zu Will rüber auf halb links. Will geht über die Mittellinie drüber, hat jetzt Zimmerschied vor sich, den spielt er jetzt an. Hauptmann, der wieder zu Will, der zu Lewald wieder zurückgespielt. Kammerknecht jetzt auf halb rechts, wieder zu Lewald zentral. Lewald im Anstoßkreis nimmt jetzt links Paul Will mit. Paul Will wird angegangen von Brünker. Paul Will zu Meisner. Meisner Annahmeprobleme. Brünker kann es jetzt schnell machen über die
linke Seite, aber da ist Park dazwischen. Park kriegt den Ball auch unter Kontrolle. Luca Herrmann gleich schnell weitergespielt zu Meisner. Meisner lässt den ersten austanzen, das ist Rizzuto. Und der Ball kommt zu Hauptmann auf der linken Seite. Hauptmann mit einer Flanke, aber abgefangen erstmal von den Saarbrückern. Die versuchen es jetzt wieder an Park vorbeizukommen, aber Park stellt sich gut dazwischen, bringt den Ball jetzt zu Hauptmann, der zu Herrmann. Herrmann in die Zentrale gespielt zu Kammerknecht. Kammerknecht hat noch 40 Meter bis zum Tor. Kammerknecht nimmt sich ein Herz, nee, nimmt auf der rechten Seite jetzt Ahmed Arslan. Ahmed Arslan mit einer flachen Flanke rein Richtung Robin Meisner. Da ist aber Rizzuto da. Zweiter Ball jetzt wieder bei Dynamo. Kammerknecht hat ihn jetzt auf der rechten Seite. Kammerknecht gegen Sivea. Kammerknecht hätte Luca Herrmann den Spieler auch an. Der in die Zentrale zu Paul Will. Paul Will zu Niklas Hauptmann, der 10 Meter vor ihm steht. Niklas Hauptmann jetzt auf halblinks zu Paul Will gespielt. Paul Will links rüber zu Park. Park im Zweikampf gegen Rizzuto. Der ist wieder dran. Aber erstmal geklärt die Flanke von den Saarbrückern in der Zentrale. Park hat sich schnell den Ball geschnappt. Einwurf von der linken Seite. Park geworfen zu Hauptmann. Der hat viel Platz. Der ist im Strafraum drin. Hauptmann gegen zwei, Hauptmann gegen drei. Hauptmann zurückgespielt. Aber Sivea steht dort vor Robin Meisner. Klärt das Ding raus. Paul Will geht wieder dazwischen. Bringt ihn jetzt zu Park. Park zu Herrmann. Herrmann läuft am Saarbrücker vorbei an Gerber. Will zu Kammerknecht. Kammerknecht will scharf reinspielen, Fehlpass. Saarbrücken jetzt erstmal wieder mit dem Ball mit Sivea. Sivea zu Zeitz und Zeitz bleibt an Ahmed Arslan hängen. Der kriegt den Ball aber nur ins Seiten aus zum Einwurf für die Saarbrücker von der linken Seite. 47. Minute. Silvio, willst du mal anfangen? Natürlich. Somit Einwurf für unsere Gäste, die auf Brünker. Brünker zu Stehle. Stehle will ihn da durchstecken, aber da passt Dynamo auf. Und Paul Will holt den Ball sich jetzt in die Zentrale. Spielt auf die linke Seite zu Park. Park angelaufen von Rizzuto. Muss zurückspielen zu Paul Will. Die Innenverteidigung auf die halblinke Seite. Der wieder auf die halbrechte Seite zu Lewald. Lewald kriegt den Ball wieder im Mittelkreis. Spielt jetzt auf die linke Seite, wo Paul Will über die Mittellinie drüber läuft. Nach ganz links außen zu Park. Park in die Zentrale rein zu Herrmann. Herrmann wieder mit so einer unsauberen fast Ballannahme, bleibt aber am Fuß, bleibt stehen und behält den Ball, nimmt wieder links Park mit. Park wieder zurück zu Herrmann. Herrmann hat wieder den keine Anspielstation nach vorne, muss Lewald mitnehmen in der Innenverteidigung. Der spielt rechts raus, jetzt zu Kammerknecht. Kammerknecht könnte rechts zu Zimmerschied, macht er auch. Der ist sofort wieder angelaufen. Dann der Ball wieder zu Kammerknecht. Kammerknecht beruhigt jetzt das Spiel komplett nach hinten zu Proll. Der verlagert das Spiel schnell wieder an die Mittellinie zu Paul Will. Paul Will mit einem Chipball Richtung Meisner. Meisner mit dem Kopf in die Mitte rein. Aber da ist Uafero, der das Ding auch noch nach vorne schlägt. Aber Paul Will mit der Brust zu Luca Herrmann. Luca Herrmann in der Zentrale nimmt Zimmerschied mit. Kriegt aber wieder eine von hinten, aber kriegt dann den Ball nicht. Kriegt eher das Foul gegen sich gepfiffen. Dynamo jetzt will offensiver rein, Patrick, oder? So von der ersten Mentalität her? Ja, also haben jetzt mehr Ruhe im Spiel. Spielen jetzt nicht jeden ersten Ball sofort vorne rein, sondern bereiten das besser vor. Entsprechend sind auch die Abstände besser. Und stimmt guten Mutes für die folgenden Minuten. Jetzt der lange Ball von Schreiber Richtung Brünker. Brünker im Duell dort mit Hauptmann, der wird für meine Begriffe gestoßen, aber Ball bei Rizzuto. Rizzuto verliert aber den Ball an Meisner. Meisner klaut ihm dort die Kugel, kann jetzt nur auf der linken Seite nach vorn gehen und holt aber den Einwurf raus, läuft noch 2-3 Meter nach vorn gegen Kerber. Und Kerber nimmt den Ball in die Hand, lässt ihn dann wieder fallen vom Park. Ja, das sind diese kleinen Nicklichkeiten, um Zeit dort runterzunehmen schon jetzt. Das wäre zwar ein bisschen früh für Saarbrücken meines Erachtens nach. Und Park jetzt mit dem langen Ball Richtung Meisner. Meisner wieder mit dem Kopf, aber der landet wieder bei Zeitz. Zeitz auf Paul Wills Kopf. Und dann ist es Park, der den Ball über den Kopf rutschen lässt auf Rizzutos Rücken. Und somit Einwurf 10 Meter hinter der Mittellinie, linke Seite. Der zeigt es an, dort war einer, weil der wollte Luca Herrmann schnell anwerfen. Wirft jetzt Hauptmann an. Hauptmann dreht sich um den Ball, bleibt im Besitz. Park lässt Rizzuto stehen, nimmt jetzt immer im 1 gegen 1. Und jetzt vertribbelt er sich mit einer technischen Unsauberkeit selber und spielt den Ball in Seiten aus. Somit Einwurf jetzt für Rizzuto von der rechten Angriffsseite unserer Gäste. Und der zu Zeitz und der dort mit einer Kerze im Zentrum. Und Herrmann köpft ihn jetzt so komisch nach hinten. Und dann ist es Paul Will, der den Stehle dort den Ball direkt auflegt. Der geht alleine auf den 16er zu. Kevin Proll kommt raus, macht den Winkel zu. Und 2-0 Saarbrücken. Was für ein Bock von Paul Will. Der will den Ball zurückspielen zu Kevin Proll und will ihn da so antippen und legt ihn genau Stehle vor. Wo dann noch von der linken Seite reingekrätscht kommt Lewald, der aber dort an der Grätsche nicht mehr rankommt. Und dann ist es Stehle, der eiskalt vor Kevin Proll steht und das Ding ins lange Eck stellt. Unglaublich, unglaublich. Wahnsinn, so ein Gastgeschenk, das haben wir diese Saison leider schon viel zu oft gesehen, so eine Gastgeschenke. Aber
ich sag mal so, ich habe gestern im Ticker Bayern gegen Heidenheim gesehen, dann müssen wir jetzt halt den FC Heidenheim heute hier spielen. Nur eben, dass Saarbrücken kein FC Bayern ist. Ja, also, ja. Nach ihren Pokalfights könnte man jetzt sagen, der FC Bayern der dritten Liga, ironisch. Ja, das stimmt. Das ist eine mentale Mannschaft. Die ist natürlich mental da, aber... Ja, es fehlt aktuell schon ein Stück weit auch der Glaube. Ne? Also ja. Ich glaube, wir spüren selber gerade, was in uns los ist. Ich glaube, das ist nicht viel anders bei den Jungs dort unten, auch wenn wir es uns alle wünschen würden, dass sie das jetzt abschütteln können und dort draus Energie ziehen, Wut ziehen. Ja, so mit der Ball jetzt wieder auf der linken Seite bei Paul Will. Der will ihn schnell in die Spitze zu Kutschke spielen, aber der Ball kommt zu Stehle, Stehle zu Brünker und Brünker jetzt aber abgelaufen durch Lewald, der wieder in die Zentrale zu Kammerknecht, der jetzt in der Mitte da steht. Dynamo jetzt läuft auf rechts, wartet sehr lang, bis er den Ball zu Arslan spielt. Arslan jetzt mit einem Chipball in Strafraum zu Meisner. Meisner kann ihn runternehmen, aber da ist Uafero und Sontheimer, die ihn dort blocken, gleich den Ball wegnehmen wieder. Und dann ist es Sivea, der den Ball jetzt aber auch von Dynamo weggenommen kriegt. Der jetzt zu Arslan auf die rechte Seite. Aber Arslan mit einem viel zu langen Ball jetzt auf die linke Seite. Und da ist es Rizutu, der den Ball nur nach vorne schlagen kann. Irgendwas war jetzt dort ja, in der Mitte. Böder bringt Stefan Kutschke zu Fall. Naja, und Uafero ist auch noch dort. Also die haben dort gerade Tätigkeit, aber Ball wieder weiter im Spiel. Jetzt auf der rechten Seite bei Armin Arslan. Armin Arslan mit auf lange nach innen. Und da ist es Kutschke. Der geht mit der Stürmer faul gepfiffen. Jetzt der Böder, der versucht dort alles noch ein bisschen hochzuholen. Naja. Was jetzt? Das Problem ist, Stefan ist auch noch mit der Hand hingegangen. Das ist natürlich auch nicht ganz so glücklich. Ja, wieso? Er geht ja nicht zum Ball. Er täuscht ja nur an. Ja, es sah komisch aus. Und Böder will natürlich jetzt die zweite gelbe Karte für Stefan Kutschke haben. Na klar, die provozieren jetzt. Aber Schiedsrichter, jetzt fährt er die klare Linie, schickt erstmal sofort alle weg. Auch wenn da noch Rizutu rumeiert. Böder kriegt jetzt die Ansage. Somit jetzt wieder Ruhe im Spiel. Der Ball, Schreiber hat ihn sich höher, Elfmeterpunkt, halb links hingelegt. Und wird ihn lang nach vorne bringen, wahrscheinlich über die Mittellinie drüber. Wir sind alle ein bisschen betröppelt hier. Damit hat keiner gerechnet. Wir waren froh im Mutes. Langer Ball kommt jetzt rüber Richtung Brünker. Die kommen auch über Siva durch, aber Hauptmann ist erstmal dazwischen. Ball geht ins Seitenaus zum Einwurf auf der linken Seite. Da trabt Gauss hin. Da trabt wirklich. Und jetzt läuft er nur noch. Ja, die haben jetzt Zeit. Nimmt jetzt den Ball in die Hand. Zieht sich die Bande zur Seite. Nimmt Anlauf jetzt von der Bande. Und bringt ihn kurz eigentlich Richtung Uafero. Uafero will an Kammerknecht vorbei. Das misslingt. Kammerknecht kann das Ding klären. Kammerknecht zu Zimmerschied. Und Zimmerschied wird von Uafero umgehauen. Und jetzt haut sich Uafero dorthin. Also. Aber coole Geste von Zimmerschied. Er geht einfach hin, klatscht kurz so leicht auf den Kopf und geht weiter. Ja, also das muss ja wirklich nicht sein. Oh, nee. Die führen jetzt 2-0. Und jetzt Riesenfehler von Lewald dort. Die drehen ja völlig frei jetzt hier im Strafraum drinnen. Stehle dort, der gegen Kammerknecht jetzt noch. Dann kommt der Ball Richtung Lewald. Und Lewald jetzt kann das jetzt nach vorne spielen. Die Saarbrücken macht dort den ganzen Raum zu und kriegen die mit dem Einwurf auch wieder von der linken Seite. Die sind klar drückend hier bei Dynamo, gehen die Köpfe so langsam runter. Das ist so ein bisschen. Ja, man spürt die, man sieht die Verunsicherung auch. Ja. Vielleicht muss da auch von der Bank jetzt was kommen, oder? Das muss ja ein bisschen anderen Antrieb reinbringen. Also ich hätte Toni Menzel jetzt mal reingehauen einfach. Ich glaube, der würde 150% rennen heute hier durch. Der will unbedingt zu einem Heimspiel reinkommen. Also das habe ich das Insiderwissen. Und vielleicht braucht man auch. Ich glaube, dass da draußen jeder rein möchte. Ja, das stimmt. Ich würde es mir einfach, war einfach nur ein Wunschgedanke. Ball läuft jetzt weiter Richtung Kammerknecht nach mit Arslan, der kriegt den Ball jetzt in die Zentrale zu Hermann und Hermann mit einem Pass zwischen Park und zwischen Will, aber Dynamo bleibt im Ballbesitz. Paul Will jetzt auf der halblinken Seite mit so ein bisschen wütenden Antritt, der aber auch schon wieder ein Keim erstickt ist. Jetzt Paul Will links rüber zu Hauptmann. Hauptmann gegen Kerber. Hauptmann wartet auf Park, dass er drauf zukommt. Der Hauptmann hat keine Anspielstation. Saarbrücken macht den Raum komplett zu. Paul Willi muss jetzt Jakob Lewald im Anschlusskreis mitnehmen. Jakob Lewald über die Mittellinie drüber. Jakob Lewald, langer Ball Richtung Guter Hauptmann. Ball. Hauptmann quer. Jetzt rein in den Strafraum, kriegt den Ball aber nicht mit dem linken Fuß irgendwie runtergenommen. Aber das war
ein Wacheffekt, vielleicht kann es so gehen. Ja, guter Laufweg vom Haube, der den Achterlauf dort reinmacht in die Schnittstelle und der Ball auch gut gespielt. Aber wir schlagen halt kein Kapital draus am Ende des Tages. Leider, leider. Ja, und Dynamo ist auch momentan selber so ein bisschen verunsichert für mich. Das macht es natürlich nicht einfacher, dann kommen die Bälle nicht an, die wir sonst immer so hinbekommen haben die letzten Wochen. Schwierig gerade. Genau, Schreiber hat den Ball jetzt nach vorne geworfen, schon nach vorne geschlagen. Park wird dort zu Fall gebracht von Steele. Ja, Linienrichter geht dort dazwischen. Park hat Steele ein bisschen weggeschoben. Ball läuft weiter jetzt für Dynamo über Lewald zu Kammerknecht, auf rechts zu Arslan. Arslan zu Zimmerschied. Zimmerschied wird auch scharf angegangen, muss erstmal abbrechen, nimmt Kammerknecht jetzt mit. Kammerknecht jetzt wieder über die Mitte drüber. Kammerknecht dreht sich auch erstmal rum, bringt den Ball jetzt zu Luca Herrmann, der auf links zu Will. Will geht ein paar Meter nach vorne. Paul Will bringt jetzt eine Flanke, täuscht zumindest an, macht auch, bringt die rein, aber erstmal geklärt wieder von den Saarbrückern. Luca Herrmann mit dem zweiten Ball an der Mittellinie zu Jakob Lewald. Jakob Lewald zu Kammerknecht. Kammerknecht. Langer Ball Richtung Stefan Kutschke in Strafraum rein. Stefan Kutschke kommt wieder zu Fall. Ball bleibt aber bei Park. Abgepfiffen. Stürmerfoul. Also wieder ist es Böder, der das dort provoziert, dass Stefan Kutschke dort zu Fall kommt. Ja, es ist schwierig. Aber währenddessen machen sich die Wechsel auf der Bank bereit. Manuel Schäffler ist sofort zur Bank geeilt mit Jakob Lemmer. Also ich denke, Markus Anfang wird jetzt sofort reagieren. Vielleicht auch Stefan Kutschke jetzt rausnehmen. Ja, es ist ja, wahrscheinlich aber, solche Aktionen pfeifst du halt einfach nicht ab, weil die nehmen sich beide nichts, die haken beide. Das ist ein Privatduell. Genau. Der Böder also, setzt ja drauf an die ganze Zeit, ne? Ja, aber auch Stefan, ne? Der hängt natürlich auch immer wieder mit seinen Armen und seinen Gräten dort mit drin und versucht den dort irgendwie aus dem Rhythmus zu bringen, um ordentlich verteidigen zu können. Aber wie gesagt, das sind 50-50 Dinger und die lass es einfach laufen. Die stehen wieder auf und machen weiter. Also da beschwert sich ja keiner, wenn nicht gepfiffen wird. Genau. Luca Herrmann macht es nochmal über Armin Arslan. Der zu Lewald. Lewald im Anstoßkreis. Lewald nimmt links jetzt Paul Will mit. Paul Will ganz links rüber zu Park. Park im Zweikampf gegen Rizzuto. Nimmt er nicht an, bricht ab. Nimmt Luca Herrmann mit. Der zu Jakob Lewald. Jakob Lewald. Hätte Kammerknecht jetzt gehabt, Kammerknecht beschwert sich dort, aber zentral kriegt Luca Herrmann, der auf rechts raus zu Ahmed Arslan. Ahmed Arslan wird auch sofort zugemacht von Zeitz. Ball läuft zu Kammerknecht, der zu Lewald, der zu Paul Will. Paul Will macht da jetzt einen langen Ball wieder und er bringt ihn eigentlich gut Richtung Strafraum, aber Saarbrücken passt auf mit Böder. Böder, der klein nach vorne rennt auf der linken Seite, kriegt den Ball aber jetzt zu Steele erstmal und Steele jetzt auf der linken Seite durch. Steele Richtung Zentrale, oh nee. Paul Will rutscht weg, da ist es Böder und starke, ja, starke Parade von Kevin Broll, der dort nur noch die Hand hochreißt. Also, das war laut auf meinem Ohr jetzt. Tut mir leid, aber das war wirklich stark gehalten von Kevin Broll. Ja, bloß gut, dass er das Ding hält. Also wenn du das dritte kriegst, kannst du abschreiben. Ja. Jetzt kommen auch wahrscheinlich die beiden Wechsel, oder? Machen sich bereit, Manuel Schöffler und Jakob Lemmer. Ja, wird er Stefan rausnehmen oder nimmt er Robin Meissner raus? Was denkst du, Patrick? Ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen. Mhm. Ich sage, was du denkst. Nee, was er macht. Ich denke, dass er einen Robin Meissner rausnehmen wird. Okay. Sie wäre jetzt mit der Flanke, mit dem Eckball rein, läuft aber erstmal raus. Der zweite Ball ist bei den Saarbrückern. Die versuchen die nächste Flanke rein Richtung Latte. Ist es da? Da war voll nicht dran gewesen. 3-0. 0-3. Steele ist es da. Der am 5-Meter-Raum an der Ecke dasteht und das Ding nur noch reinzimmert. Ja, jetzt geht die Mannschaft auseinander hier. Das ist das schlechteste Spiel, was ich die ganze Saison hier gesehen habe, zu Hause. Aber Brollo hält ihn doch erst noch. Der ging doch ja, 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 der Brollo klärt den. Das war weg. Eine ganz unangenehme Flanke auf den zweiten Pfosten und wischt ihn dort oben aus dem Eck noch raus. Ja, Stunde. Ist einfach dann unglücklich auch, dass der genau vor den Füßen von Blauen landet. Aber ja, irgendwie bezeichnet auch, ne? Ja, bezeichnend die Situation. Der Ball kommt immer wieder beim Gegner an, egal, auch vorne die Flanken. Der Gegner ist immer da, die Flanke kommt nicht genau mit einer Präzision oder das Passzuspiel. Und jetzt ist der Wechsel. Guillaume Park ist raus und Robin Meissner ist raus. Und somit ist jetzt Jakob Lemmer im Spiel und Manuel Schäffler wird umgestellt. Ja,
Also ich bin der Meinung, jetzt kannst du auf Dreierkette gehen und einfach vorne probieren, jetzt noch Schadensbegrenzung zu machen. Und der Ball wieder freigegeben jetzt durch Arslan, der zu Kammerknecht, der in die Zentrale zu Hermann. Hermann sofort nach vorne zu Scheffler. Scheffler geht am linken, geht nach links vorbei, spielt nach links außen dann von dreien angelaufen. Dann Zittmerschied mit einer schlechten Ballannahme. Und somit sind die Gäste dazwischen und kriegen den Ball jetzt über Sontheimer, der jetzt auf der rechten Angriffsseite den Ball zurück zu Risotto spielt. Risotto in die Zentrale rein und da ist Sivea, der wieder Platz hat, tritt kurz auf den Ball, lässt Hermann vorbeilaufen. Jetzt auf die rechte Seite zu Sontheimer, der jetzt 10 Meter hinter der Mittellinie ist, wieder in die Mitte, da ist wieder ganz viel Platz, wo Stehle den Ball dann jetzt noch zurückverteilt auf Gauss, der zu Sivea in die Zentrale, der wieder zu Guerrero und der spielt jetzt mal einen schlechten Ball und zum Aus, direkt ins Aus. Somit Einwurf von Dynamo von der rechten Seite, der schnell ausgeführt von Ahmed Arslan, der zu Claudio Kammerknecht, der wieder rechts rausgeht zu Arslan, der wieder zurück zu Kammerknecht. Kammerknecht verlagert das Spiel jetzt in die Mitte zu Lewald. Lewald jetzt mit einem direkten Wechsel sofort weiter auf die linke Seite zu Paul Will, der jetzt kurz verzögert und jetzt den langen Ball reinbringt Richtung Stefan. Stefan kann ihn aber nicht verlängern, das sind die Gäste und dann ist es Lämmer. Lämmer spielt nach hinten zu Arslan. Arslan schießt, abgeblockt von Sontheimer, aber Luca Hermann hat den zweiten Ball. Spielt dann rechts raus, wieder zu Lämmer. Lämmer wird jetzt die Grundlinie runtergehen, bleibt aber hängen an Gauss. Und Gauss jetzt verfolgt zwar von Lämmer, wartet jetzt aber, bis er das Foul kriegt, kommt dort im Ping-Pong durch, aber Kammerknecht passt auf, holt den Ball, spielt ihn direkt zu Lewald auf der halbrechten Seite, der zu Hermann. Hermann jetzt mit Platz, könnte jetzt rechts außen spielen, spielt aber den Diagonalball in den Strafraum zu Kutschke. Abseits. Kutschke mit dem Kopf und dann ist es, wie es Patrick schon sagt, abseits. Somit. Um vorher schon die Emotionalität rauszunehmen. Ich war gerade so schön im Flow, aber es ist gut. Ja, es tut mir leid. Das gehört dazu. Es ist ja gut. Umso weniger regen wir uns ja auf, Patrick. Somit Freistoß für Schreiber, der jetzt alle nach vorne geschickt hat, ohne kurz auszuspielen das Ganze. Schlägt jetzt den Ball zentral auf der halbrechten Seite über die Mittellinie. Da ist Paul Wilder den ersten Ball, kriegt zweiter Ball bei Kutschke und wieder abseits. Stefan kommt immer aus dem Abseits gerannt Richtung Ball. Jetzt haben sie noch eine Abseitsfalle gemacht. Die Saarbrücker, die wachsen über sich hinaus. Ja. Naja, du merkst aber, Saarbrücken macht natürlich eins clever. Die stellen sich natürlich extra noch weit hoch jetzt dazu. Hm. Ich meine, mit einem 3-0 im Rücken kannst du das wahrscheinlich auch. Ne? Und jetzt ist es Sontheimer, der den Ball sich dahin gelegt hat. Wartet kurz, kann jetzt genau Böder anspielen, der in den freien Raum läuft, ganz seelenruhig. Der jetzt sofort die Flanke nach innen bringt zu Brünker, aber abgeblockt von Lewald. Und dann ist es Lämmer, der dort ganz schnell hineilt zur rechten Seite, der den Ball nicht ins Ausgehen lässt. Spielt es in der Zentrale Hermann an, Hermann wieder zurück zu Kammerknecht. Kammerknecht kann es jetzt verlagern auf die linke Seite zu Paul Will. Kante 16 macht er auch, Paul Will jetzt mit viel Raum vor sich, geht 2-3 Meter. Macht aber schon wieder auch so eine Geste mit den Armen, wo soll ich mit dem Ball hin? Spielt jetzt zu Zimmerschied nach vorn, Zimmerschied verfolgt, gezerrt von Risotto. Kriegt auch den Freistoß dort, Höhe, Mittellinie, führt ihn kurz aus, nimmt Jakob Lewald in der Zentrale mit in der eigenen Hälfte, spielt ihn jetzt nach ganz rechts außen zu Kammerknecht. Kammerknecht auch wieder mit Raum, aber jetzt zu Arslan rechts raus, der sofort wieder mit dem Ball in den Strafraum und da ist es dann Zeitz, dann jetzt Ping-Pong da und da hat Scheffler den Ball, Scheffler bringt ihn wieder rein, aber wieder abgeblockt, jetzt zu Arslan, vor die 16, Arslan mit dem Chipball, aber wieder abgeblockt von Zeitz, der Ball wieder bei Luca Hermann, der dort mit Stehle, was... Hat er jetzt nichts gefilmt, es wirkte wie Handspiel. Jetzt der Ball von Kammerknecht in den Strafraum, beziehungsweise Kante 16. Und Risotto lässt ihn einfach nur ins Auslaufen, weil die Ungenauigkeit in den Flanken immer wieder unser Nachteil werden, Thomas. Ja, die Pfiffe im Stadion, die bringen jetzt auch nichts. Ne? Eigentlich mussten die Mannschaft nach vorne peitschen und die pfeifen. Ich habe auch gesehen, es sind einige hier nach Hause gegangen. Ja, das macht man nie. Das macht, tut man seinem Verein nie an. Jetzt natürlich Saarbrücken mit dem nächsten Angriff. Der läuft auf drei Mann drauf zu, dieser Stehle, und wird jetzt von Kammerknecht aufgehalten. Stehle will das dort auch noch ziehen. Dort, er hätte einen Krampf bekommen. Mhm. Aber Kevin Preuß versucht es jetzt wieder nach vorne zu treiben über Jakob Lewald, der rechts raus zu Ahmed Arslan. Ahmed Arslan jetzt über die Mittellinie drüber, hat einen Haufen Platz. Warum bleibt er da stehen und bricht ab? Dann musste einfach mal mit Jakob Lämmer vielleicht so ein Doppelding machen. Aber jetzt geht es durch die halblinke Seite zu Hauptmann. Und ich glaube, bei Sivea war die Hand dran, oder? Bei der Flanke. Also es sah zumindest so aus, als wäre er so abgefälscht gewesen. Ich glaube, das hat getäuscht. Ja, da war der Wunsch Vater eines Gedanken. Die schwarz-gelbe Brille. Aber die Hand von Luca Hermann habe ich auch gesehen, gerade vor einer Minute. Da hätte ich auch gepfiffen. Da können wir auch froh sein. Ach, das war das, wo ich kurz geblockt habe, ja. Wo ich wusste, was passiert jetzt. Ja, ein Schreiber, langer Ball nach vorne. Jakob Lewald gewinnt das Kopfballduell.
Ahmed Arslan Richtung Scheffler und Scheffler spielt direkt den Ball zu Sivea. Sivea kriegt den Ball von seinem Mitspieler. Aber die Zuteilung stimmt nicht. Nee, Zuteilung ist unter aller Sau, aber wir können froh sein, dass die noch mal ein paar Fehlpässe spielen. Ahmed Arslan jetzt in die Zentrale zu Lewald. Lewald wird verfolgt, aber keiner redet mit ihm. Und jetzt bringt er den Ball zu Paul Will. Der hatte Brünger hinter sich. Der musste schnell weiterspielen. Luca Herrmann jetzt ein Schatten seiner selbst heute, meiner Meinung nach. Bringt den Ball aber jetzt zu Jakob Lemmer. Der wieder zu Luca Herrmann. Luca Herrmann will einfach nicht nach vorne. Jetzt versuchen wir es. Wir müssen lange Bälle jetzt reinspielen. Und Manuel Schäffler braucht dort keine Bälle sich holen, bin ich der Meinung. Aber ich bin ja kein Trainer. Jetzt geht es weiter über die rechte Seite zu Lemmer. Lemmer Richtung Stefan Kutschke. Aber da ist Zeitz dazwischen, der den Ball ins Tor aus befördert. Rechte Seite, Ecke für Dynamo. Ahmed Arslan geht wieder hin. Ecken diese Saison, eine völlige Katastrophe. Ich glaube, 3 Tore nach Ecken bisher. Zumindest Heimspiele. Da muss mehr kommen. Vielleicht ist ja jetzt auch mal der Punkt. Ahmed Arslan mit dem rechten Fuß bringt ihn jetzt Richtung Kammerknecht, aber erstmal geklärt von den Saarbrückern. Ball läuft zu Luca Herrmann, der gleich wieder zu Ahmed Arslan. Ahmed Arslan wieder mit einer Flanke rein Richtung Lewald. Tor! 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 Anschluss! Scheffel! Entschuldigung! Jetzt tut uns die Ohren weh von Patrick. Ja, wir haben jetzt gerade gedacht, der Eschi steht neben mir, also André, aber es war tatsächlich Patrick Wiegers. Der den Torschrei unbedingt machen wollte. Aber endlich kam mal eine Flanke an, dort wo sie hin musste. Und Manuel Scheffler gegen die Laufrichtung des Torhüters. 1:3 nur noch. Ist das Wunder hier noch möglich? 67. Minute. Es sind ja noch 23 Minuten. Wir haben es ja auch schon mal gezeigt. Ne? Guck mal ein paar Jahre zurück. Braunschweig, Lautern, Pauli. Ja. Wir können das. Ne? Die Mentalität ist ja da. Vielleicht ist es ja wirklich, jetzt ist... Jetzt brauchen wir das Stadion, jetzt brauchen wir unbedingt das Stadion. Sivea ist runter und Steele ist runter. Jetzt Wobei, das Stadion haben wir immer. Ja, Stadion ist immer da. Und jetzt Ball erstmal zurückgespielt von den Saarbrückern zu Schreiber. Schreiber über die Mittellinie drüber. Luca Herrmann im Kopfballduell gewinnt das. Er versucht trotzdem noch nachzusetzen. Und jetzt Lewald, der dort volle Bulle gibt. Lewald nach vorne gespielt. Grätsche dazwischen. Lämmer jetzt. Lämmer durch. Auf der rechten Seite. Lämmer. Flanke nicht rein. Nein, er läuft noch Richtung Grundlinie. Zweiten Pfosten. Saarbrücker dazwischen mit der Brust. Ja, trotzdem gut. Jetzt sind wir wieder da. Handspiel wollten sie gesehen haben, aber es war kein Handspiel. Ecke von der rechten Seite. Da geht ein Ruck durch die Mannschaft. Da geht ein Ruck durchs Stadion. Und plötzlich ist der Glaube auch wieder da. Ja. Auch bei uns. Ne? Wie schnell das geht. Ja. Genau. Eine Aktion, das im Fußball ist es einfach manchmal ein verrückt. Und keine Aktion, sondern wunderschön. Ein Tor. Und Ahmed Arslan jetzt mit der Ecke rein. Schreiber mit Problemen, aber nicht abgepfiffen vom Schiedsrichter. Sah es so aus. Hauptmann mit zweite Flanke rein Richtung Kutschke. Da ist. Da kann man nicht. Kurz vor der Linie. Aber es soll dann auch nicht sein. Ne? Den hätte er fast einschieben können. Und. Unser Trainer beschwert sich da drüben. Er sagt, Jungs, das geht doch. Zieh doch einfach weiter durch. Aber jetzt ist aber immer wieder Power drin hier. Und wir dürfen nicht vergessen, steht 1:3 und trotzdem steht das Stadion. Die jetzt noch da sind, also so viele. Ja, und das Stadion, das verursacht halt jetzt auch Unsicherheiten beim Gegner. Ja. Der K-Block, der steht jetzt dort mit 10.000 Mann. Und Tim Schreiber hat vielleicht das eine oder andere Problem. Genau. Ja. Somit wieder der lange Ball von Schreiber, aber Lewald köpft ihn nach vorn zu Hauptmann auf die linke Seite, der sofort mit dem langen Ball Richtung Scheffler, der kriegt den Ball aber nicht, da ist es Zimmerschied im zweiten Ball, dann mopsen sie sich dort gegenseitig was den Ball und Böder muss, ich kann ihn nur in Seiten ausschlagen, Hauptmann wirft den Ball schnell zu Scheffler, der den Ball dann auch festmacht in dem Sinne eines Stürmers und jetzt sofort der Seitenwechsel auf die rechte Seite zu Lemmer, Gauss läuft durch, Lemmer lässt drin, schade, da kriegt er den Ball nicht ganz in die Berührung. Fehlt ein halber Meter. Ja, aber war ja trotzdem richtig, er gehört nie auf und probiert ihn erstmal zu kriegen, dieser Kampfgeister. Und dann ist es Schreiber, der den Ball sich links am 5-Meter-Raum hinlegt, jetzt wieder alle nach vorne schickt. Natürlich will er jetzt auch dort hinten ein bisschen mehr Ruhe haben und Niedlei die Bälle wieder kriegen. Jetzt läuft er an, der lange Ball auf die linke Seite Richtung Brünker. Und da ist es Lewald, der ihn abschirmt, aber zweiter Ball bei Biata. Der jetzt auf die linke Seite raus zu Kerber. Kerber geht in die Zentrale rein, spielt durch. Und dann ist es wieder geblockt von Luca Herrmann, der dort stehen bleibt vor Biata, der sich dem nur einen Weg stellt. Ist aber schon Wahnsinn, wie einfach das geht, dass man bei uns... Wir haben zu viele Räume dort. Wow. Wir stehen verdammt schlecht im Raum. Somit Eckball jetzt von der linken Seite. Wo jetzt
unsere Gäste hingehen mit Gauss und Günther Schmidt, der neue Mann, die jetzt beide beim Eckball dort drüben stehen. Auf der linken Seite Gauss wäre der mit Zug weg vom Tor und Günther Schmidt jetzt mit dem rechten Fuß mit Zug zum Tor. Der geht aber sofort weg, also macht es doch nur Gauss. Warten dort jetzt, hebt jetzt den Arm, bringt jetzt den Ball mit Zug weg vom Tor rein. Alle gehen vorbei. Luca Herrmann bringt ihn da fast schon wieder in gefährliche Position, aber jetzt Ball lang. Und da ist es Lewald, der dort anläuft wie eine Dampframme, der dort hinterher macht. Und dann aber der Rest zu langsam rausrückt. Jetzt kommt Arslan auf der rechten Seite, läuft dagegen. Dann ist es Lemmer, der als nächstes kommt gegen Gauss, der sich dort in den Weg stellt. Aber es ist nur Einwurf, ja. Kein Foul, weil er sich dort schön vor dem Ball lang grätscht. Aber die Gäste haben natürlich jetzt aus der Brücke auch etwas mehr Zeit. Da kommt nicht sofort wieder Gauss zum Einwurf. Hauptmann hat gleich den Ball in der Hand, läuft damit hinterher, um ihn sofort zu geben, damit der Ball wieder ins Spiel kommt. Und Gauss jetzt mit einem langen Ball Richtung Brünker, der aber abgeklärt erstmal von Dynamo. Jetzt artistisch. Hauptmann in der Zentrale, kann jetzt auftreten, wird verfolgt, bringt jetzt den Chipball. Aber auf die rechte Seite wollte er mit Lemmer mitnehmen, aber da ist Uafero, der aufpasst, der zurückspielt zu Schreiber. Schreiber wieder mit einem langen Ball über die Mittellinie Richtung Brünker. Und dann ist es Lewald. Lewald zu Arslan. Arslan will ihn wieder durchchippen, aber wieder direkt Uafero in die Füße. Und somit ist es dann Das war ein Frustfall. Das war ein Frustfall. Uafero geht. Ich sehe aber auch immer Uafero in irgendwelche Situationen sind mit hin und diskutieren. Ne? Ja, ja. Aber das weiß ja Dynamo auch. Ne? Ja. Also, ja, das Problem ist eben, dass die Saarbrücker jetzt mehr draus machen, als es eigentlich ist. Und das ist, glaube ich, Gauss, der dort liegt. Der natürlich dort natürlich noch hin und her wendet. Und Schäffler sagt: Oh, jetzt steh auf, komm, hör auf, dein Unsinn hier. Oder so was Ähnliches würde er gesagt haben. Vielleicht nicht auf Sächsisch. Vielleicht nicht unbedingt steh auf oder hör auf. Steh doch mal bitte auf. Ja, das macht Schäffler nicht. Das glaube ich nicht. Währenddessen, ob sich dort wieder ein Doppelwechsel bei Dynamo macht. Jonathan Meyer und Panagiotis Flachodimos. Ja. Der Ball jetzt von Uafero lang Richtung Biada gespielt, aber der wird nur abgeblockt von Lewald. Somit Abstoß von Kevin Proll, der es jetzt schnell macht. Den Ball sich im 5-Meter-Raum hinwirft, nimmt jetzt kurz, aber rechte Seite Lewald mit, der jetzt nach ganz rechts außen zu Kammerknecht. Kammerknecht nach vorn zu Arslan. Arslan mit einem Übersteiger über den Ball. Und dann ist Lemmer, der dann Foul, grob. Uafero. Ist rot. Nee, ist rot. Nee, ist es gelb. Hat er nicht schon? Nee, Uafero hat vor uns. Das ist eine rote Karte. Der springt ja von der Seite ins Sprunggelenk. Nee. Da hat er Glück, dass der. Wer hatte den Ball? Lemmer. Lemmer. Den das Bein in der Luft hatte, ja. Als er es trifft. Wenn das aufsteht, dann auf Höhe des Schienbeins. Mit den Schienbeinschonern, die es heutzutage gibt, ne? Ja. Naja, das sind ja Schaumstoffmatten. Der Ball wieder auf der rechten Seite, gleich direkt reingeflankt, aber von Dynamo, aber der geht nur ins Tor aus. Somit wieder Abstoß für Tim Schreiber. Risotto nimmt dann noch den zweiten Ball mit aufs Feld, um noch ein bisschen Zeit runterzubringen. Ja, Matthias Krah ist aber schon da und hat ihn sofort rausgeholt in seiner Emotionalität. Ich staune, dass er nie angeplägt hat. Gib jetzt den Ball her. Ja, da wird jetzt Tim Schreiber schon ein paar Worte mit auf den Weg geben, dass der das Ding sich selber reinnagelt, aber das ist ja fast unmöglich. Schreiber jetzt mit dem langen Ball wieder Richtung Brünker. Lewald steigt dort hoch und kriegt den Ball unter Kontrolle. Zweiter Ball bei den Saarbrückern. Die versuchen jetzt einen neuen Angriff. Paul Will ist es da, der den Ball mit dem Kopf anhält vor Biada. An Biada noch vorbei, kriegt ihn dann zu Kammerknecht. Und Kammerknecht kriegt gezeigt von Jakob Lewald. Spieler nach vorne. Kevin Proll muss jetzt Luca Herrmann einbinden auf halbrechts. Luca Herrmann nimmt rechts das Lemmer mit. Und Lemmer will jetzt vorbei am ersten Saarbrücker. Am zweiten Saarbrücker bleibt er aber hängen bei Gauss, der jetzt gerade lange auf dem Boden gelegen hat. Ist wieder fit. Ahmed Arslan hat sich den Ball schnell geschnappt. Bringt jetzt den Einwurf zurück zu Kammerknecht. Kammerknecht hat in der Zentrale jetzt Jakob Lewald. Jakob Lewald wieder zu Kammerknecht auf halbrechts. Kammerknecht rechts außen hat er jetzt Ahmed Arslan. Ahmed Arslan Flanke außen, halbwegs Richtung Stefan Kutschka, aber der kommt nicht ran. Nächster Ball, Zimmerschied kriegt er noch, kriegt er nicht. Vorm Seiten aus, Einwurf für die Saarbrücker von der rechten Seite. Rizzuto, der dann wieder mehr Zeit draus macht, aber erstmal der Wechsel jetzt bei Dynamo. Paul Will geht raus. Für Paul Will kommt Jonathan Meyer, bin ich mir sicher. Also wird Jonathan Meyer jetzt in die Verteidigung gehen. Ja, Paul Will. Ich denke, jetzt geht auf die Viererkette. Kann keine gute Note bekommen, Paul Will heute. Wahrscheinlich auch mit der neuen Position geschuldet. Ne? Und Panagiotis Flachodimos, den haben sich scheinbar viele gewünscht. Der ist rausgegangen, Zimmerschied. Ja, haben alle die Schnauze voll. Letzter Einwurf von Rizzuto. Rizzuto
wird gleich von Flachodimos zugemacht. Er gibt noch ein paar Anweisungen dort. Er braucht ewig, ehe er den Einwurf ausführt. Brünker kriegt den Ball gar nicht. Lewald wird gezogen dort von Biada. Aber Lewald kriegt die Flanke noch rein. Dann bleibt wieder am Saarbrücker hängen. Ball läuft zurück Richtung Kammerknecht, der an der Zentrale nur Bröll vor sich hat. Der spielt den Ball aber an Biada vorbei zu Luca Herrmann, der im Anschlusskreis. Alle Saarbrücker jetzt in der eigenen Hälfte. Luca Herrmann auf rechts raus zu Lemmer. Lemmer nimmt den Ball jetzt an, führt mit dem rechten Fuß. Läuft auf Gauss drauf zu, läuft an Gauss vorbei, aber legt sich dann zu weit vor. Aber zweiter Ball nicht bekommen von Ahmed Arslan. Dieser Brücke erstmal mit Günter Schmidt dazwischen. Aber Dynamo holt sich den Ball jetzt wieder. Ja, Saarbrücken will nur noch stehen. Die wollen erstmal nichts nach vorne machen. Jetzt Jonathan Meyer, der Flachodimos spielt. Flachodimos auf der linken Seite. Er will natürlich zeigen, was er kann gegen Rizzuto. Flachodimos zu Hauptmann. Hauptmann hat jetzt zwei vor sich. Hauptmann zu Luca Herrmann. Luca Herrmann will durch die Gasse spielen. Rizzuto passt auf. Langer Ball nach vorne Richtung Biada. Der kann jetzt auf der rechten Seite seinen Mitspieler nehmen. Und jetzt kommt der Ball Richtung Brünker. Aber Kammerknecht klärt das gut. Brünker geht dort zu Boden. Wollte vielleicht einen Freistoß haben. Kammerknecht zu Schäffler. Schäffler in der Zentrale auf die rechte Seite raus zu Lemmer. Aber der war ein Stück zu scharf. Ist ein bisschen Schäffler. Zu überhastet. Jetzt auch immer wieder die Bälle vorne rein. Ich kann es gut nachvollziehen, dass man das jetzt will. Ne? Unbedingt. Auf Gedeih und Verderb, den dort vorn rein in die letzte Linie zu bringen. Aber das Ganze müssen wir noch ein bisschen besser vorbereiten. Aber wenn es funktioniert hätte, wäre es super gewesen. Ne? Vielleicht musst du jetzt das Risiko einfach ein bisschen nehmen, weil es ist ja noch eine Viertelstunde Zeit. Also, was willst du anderes machen? Klar, man kann ja schnell so viele Tore schießen. Man hat es bei Mannheim gestern gesehen, die haben 6 Tore in der zweiten Halbzeit geschossen. Ja, also es ist ja immer möglich. Und jetzt Saarbrücken erstmal mit einem langen Ball Richtung Brünker. Brünker, der rennt dem Lewald dort davon. Aber Jakob Lewald will den Brünker eigentlich nur uns ausschicken. Brünker lässt sich dort fallen. Jakob Lewald zeigt es noch an. Das war ja gar nichts. Aber Ball läuft erstmal zurück zu Gauss. Und Gauss hat all Platz der Welt. Kann jetzt Biada anspielen. Biada mit einem klaren Handspiel. Aber Ball läuft weiter. Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Lewald zu Arslan. Arslan lässt Biada austanzen. Ohne Raumgewinn. Alles noch hinten drin. Nimmt jetzt Kammerknecht erst damit. Die Pfiffe werden immer lauter hier im Stadion. Das nützt Kim. Jetzt ist es Jonathan Meyer. Der läuft Richtung Anschlusskreis, nimmt jetzt Jakob Lewald mit. Jakob Lewald gleich vorgelegt zu Ahmed Arslan, der auf halb rechts. Der mit einer Flanke gleich Richtung Stefan Kutschke, der mit dem Kopf versucht, einfach rechts einzunocken. Aber der geht rechts am Tor vorbei. Bevor du dir eine anzündest, bist du dran mit Kommentieren, mein Freund. Ja, ja, das mache ich. Ich zünde ihn an hier. Aber da bleibt noch einer liegen und das ist Böder, glaube ich. Der wird von Krämpfen geplagt ist, somit Rizzuto. Zeigt der Schiedsrichter, oder Rizzuto, somit zeigt der Schiedsrichter auch sofort an, Zeit ist angehalten. Währenddessen jetzt auch einige von Dynamo noch schnell was trinken gehen am Rand. Wechsel, Rizzuto kann nicht mehr. Ja, Zeit wird klar angezeigt, Wechsel da unten, die Assistenzärzte von Saarbrücken stehen unten am Platz. Aber Brünker scheint auch schon dort zu sitzen, der hat auch schon muskuläre Probleme, so wie es aussieht. Vielleicht hilft uns das ja jetzt in den letzten Minuten noch. Dennis Borkowski steht noch da für die Einwechslung. Dennis Borkowski? Ja. Der uns verlassen wird nach der Saison. Der letzte Wechsel. Naja, ich vermute bald, es wird nicht der letzte sein, der uns verlassen wird. Niklas Hauptmann geht raus für Dennis Borkowski. Okay, aber Hauptmann hinkt auch sehr merkwürdig. Ja. Aber da bin ich jetzt gespannt, wie er es aufstellt. Die haben alle die Schnauze voll und das ist aber, also die Mannschaft lebt ja trotzdem, ne? Wenn man sieht, dass die sich so ärgern drüber. Na klar, die Jungs haben ja ein Ziel, ne? Das haben sie selber offensiv ausgerufen, dem haben wir uns alle verschrieben, glaube ich, mit dem letzten Saisonspiel, letztes Jahr. Nachdem es so knapp war letzte Saison, ne? Obwohl man nicht mehr dran geglaubt hat, war es dann am letzten Spieltag auf einmal möglich. Doch noch möglich, ja, am vorletzten. Ne? Währenddessen wechseln unsere Gäste noch. Brünker geht runter und dafür kommt neu ins Spiel Dominik Becker, der die Position 1:1 besetzen wird. Und Schreiber jetzt mit dem Abstoß von der linken Seite spielt ihn jetzt links lang. Und da ist Lewald, der den ersten Kopfball sofort kriegt, aber direkt zu Sontheimer, der wieder zu Kammerknecht. Jetzt hier hohe Bälle. Jetzt ist es Uafero, der den Ball hat. Dann ist es wieder Sontheimer. Sontheimer schickt sofort den neuen Mann, Dominik Becker, der aber verfolgt von Jonathan Meyer, der den Ball in die Zentrale spielt, zu Luca Herrmann. Luca Herrmann kann jetzt auch, den muss aber spielen, jetzt wird es zu spät. Aber Ball prallt wieder zurück zu Jonathan Meyer, der zu Lewald in die Zentrale rein, der wieder in die Mitte rein. Wieder Biada, genau in die Füße. Biada aber nur zu zweit mit Becker, muss jetzt auch abdrehen, wartet jetzt, bis der Mann von der rechten Seite kommt.
Tim Robin Becker. Tim Robin Becker, den wir ja hier auch kennen, der jetzt den Ball kriegt und jetzt abgeblockt von Dynamo. Jetzt Ahmed Arslan. Ahmed Arslan in Zentrale spielt Schäffler an. Schäffler aber zu Gedanken langsam und damit ist es Gauss, der den Ball dort dahinter holt. Der zu Biada, Biada zu Dominik. Ne, ist immer noch Biada. Biada dreht um, wartet jetzt kurz, spielt zu Böder. Böder wieder in die Zentrale zu Sonnheimer und dann ist es Benis Burkowski. Burkowski könnte schnell über die rechte Seite machen. Spielt auch Lemmer an. Lemmer wartet aber viel zu lange für meine Begriffe. Dreht sich jetzt um die Achse und jetzt verliert und dann. Ja, muss er sich fallen lassen. Wenn das Foul ziehen will, muss er sich fallen lassen. Und somit sind unsere Gäste wieder im Ballbesitz hinten über ihre eigene Abwehrreihe, die den Ball jetzt in die Zentrale treiben durch Sonnheimer. Der jetzt weiter zu Böder. Böder zu Kerber. Kerber wird wird jetzt überlaufen von Robin Becker, der läuft immer noch auf die Kante 16, kann jetzt Robin Becker mitnehmen, der mit lässt den ersten aussteigen, spielt ihn jetzt in den Rückraum zu Biada, Biada weiter wie die zu sich Kerber einen Ball im 16er hin und her spielen können, ah, da ich würde so aufflippen. Das ist unglaublich, die haben ja so viel Platz. Mein dort. Gott! Und somit Kevin Broll wieder mit dem nächsten Ball raus auf die linke Seite zu Jonathan Meyer, der verlagert das Spiel schnell auf die rechte Seite. Arslan spielt ihn jetzt direkt vor zu Lemmer. Lemmer jetzt gegen Gauss im 1 gegen 1, spielt ihn in die Zentrale zu Schäffler. Schäffler rutscht dort weg, Ball bei unseren Gästen. Oh mein Gott, und somit ist es die Nummer 20, Günther Schmidt, der jetzt dort auf der linken Seite nach vorn geht, will Becker, Dominik Becker mitnehmen und der wird aber abgelaufen von Lewald, der spielt zurück zu Prollo. Prollo an die Kante 16 zu Jonathan Meyer. Der könnte Dennis Bukowski mitnehmen, macht er auch, der jetzt schon an der Mittellinie steht, der jetzt mit Tempo, jetzt haben wir hier auf der linken Seite Flacho Dimos und Dennis Bukowski. Bukowski zieht in die Mitte rein, zieht weiter in die Mitte, spielt jetzt zu Schäffler. Schäffler setzt an, schießt, abgefälscht, Eckball von der rechten Seite. Jetzt nochmal das Quäntchen Glück, dass das Ding durch die Ecke verkauft. Sagen wir bei jeder Ecke jetzt. Wir hoffen weiter. Wir wollen nicht negativ denken. Nee, nie. Nie. So mit Eckball von der rechten Seite. Armin Arslan ist auch sofort schon da. Legt sich den Ball hin. Also was willst du jetzt noch mehr? Du hast ja jetzt Kopfballhoheit dort vorne drin. Matthias Krah muss raus. Er muss über die Bande drüber. Hat wahrscheinlich zu viel Vollgas gegeben dort drüben. Arslan hebt den Arm. Chippt den Ball jetzt gerade rein, aus. Aber der war schon im Aus der Ball und somit ist es Schreiber, der es natürlich jetzt viel Zeit hat, sich noch auf den Ball legt und jetzt langsam wieder hochkommt. Den Ball langsam auf der linken Seite hinlegt, sich die Stutzen noch ein bisschen richtet, wie man das so macht, Patrick, oder? So ein bisschen Zeit spielen, wenn man führt. Genau. Patrick ist sehr sprachlos gerade hier oben neben uns. Ja, ich habe mir das heute ein bisschen angenehmer vorgestellt, muss ich sagen. Obwohl ja, liegt das an uns oder an dem Spiel? Ne, an euch liegt es definitiv nicht. Somit Arslan wieder in der Zentrale, spielt aber den Ball genau durch zu Schreiber. Und Kutschke läuft noch an, aber Schreiber hat ganz viel Zeit, den Ball aufzunehmen. Hat ihn jetzt in der Hand, läuft jetzt nach links. Wo? 5 Sekunden, oder? 6. 6. Aber da wird nicht drauf geachtet. Ja. Und jetzt der lange Ball mit dem Fuß über die Mittellinie Richtung Becker, der den Ball aber nicht bekommt. Da ist es Lewald, dann Lemmer, der sich dort davor stellt. Aber der Ball kommt direkt zu Gauss. Gauss dreht sich um die Achse, dreht sich wieder, lässt Kutschke an sich aussteigen, spielt Uafero in der Innenverteidigung an. Jetzt Fehlpass von den Gästen, der direkt zu Luca Herrmann. Luca Herrmann aber mit dem nächsten Fehlpass zu Gauss. Gauss schiebt den Ball auf die linke Seite zu Becker. Becker nach vorn zum nächsten Saarbrückner, der wieder zurück ins Mittelfeld zu Sonnheimer, der wieder auf die Außenbahn zu Becker, der wieder zurück zu Biada. Biada tritt jetzt wieder auf den Ball, nimmt wieder Becker mit, der wieder zu Sonnheimer, Becker. Also das ist da eine Kurzpassstaffette, die muss man doch unterbinden können. Und jetzt der lange Ball Richtung Becker wieder, der aber sofort verfolgt von Lewald. Aber Ball wieder bei unseren Gästen, bei Sonnheimer. Der spielt wieder in die Verteidigung zu Böder. Böder jetzt mit großen Schritten über die Mittellinie. Hat immer noch Zeit. Spielt ihn jetzt wieder auf die andere Seite rüber. Auf die linke Seite zu Günther Schmidt. Der wieder in die Verteidigung zurück zu Gauss. Gauss bleibt direkt stehen dort an der Stelle, wo er steht mit dem Ball. Spielt ihn wieder zu Günther Schmidt. Günther Schmidt im 1 gegen 1 gegen Kammerknecht. Und dann ist Kammerknecht dazwischen, aber nur auf Kosten eines Einwurfs. Ja, der Einwurf nicht für Dynamo, so wie von Dynamo gewollt. Einwurf für Saarbrücken von der linken Seite. Jetzt geht Gauss runter. Sanchez ist jetzt draufgekommen auf der linken Seite.
Der führt jetzt auch gleich den Einwurf aus. Den bringt er lang nach vorne Richtung Biada. Dynamo jetzt erstmal dazwischen. Aber auch Ahmed Arslan kann da nicht viel draus machen. Jetzt so eine Kopfballstaffette. Dynamo verliert den Ball. Bleibt dann aber dieser Brückner gleich hängen. Ball wieder lang nach vorne gespielt. Da ist Uafero dazwischen. Der hat jetzt auf der linken Seite den Ball. Wird jetzt von Stefan Kutschke gestört. Und jetzt haben die Saarbrücker mit Zeitz den Ball, der auf die rechte Seite rausspielt. Erstmal zu seinem Mitspieler, der Richtung Jonathan Meyer und Richtung Kerber bleibt dann hängen an Jakob Lewald. Jakob Lewald durch die Zentrale durch. Er wird schon wieder zugemacht. Bringt den Ball zu Ahmed Arslan. Der könnte jetzt Jakob Lemmer schicken. Macht er nicht. Nimmt der Zentrale Bukowski mit. Bukowski in der Zentrale auf die linke Seite raus zu Vlachodimos. Vlachodimos geht uns 1 gegen 1 gegen den Außenverteidiger der Saarbrücker. Geht er nicht. Er schießt mit dem rechten Fuß einfach mal ab. Aber den hat Schreiber ganz klar. Aber es war ein Abschluss. Wir sehen ja immer das Positive in der ganzen Sache. Aber also klar, das ist, wer nicht schießt, der kann, der hat keine Chance auf ein Tor. Genau. Ja? Das ist auch außerhalb des Strafraums kann man immer schießen. Und wir tragen die Bälle meistens nur rein. Außer mit dem Kopf. Wir versuchen es, ja. Weiter geht's. Luca Herrmann jetzt in der Zentrale im Anstoßkreis. Da kommt schon wieder von hinten Biada angelaufen. Kann den Ball aber noch zu Kammerknecht kriegen. Kammerknecht jetzt halb rechts. Steht er da. Nimmt jetzt rechts Lemmer mit. Lemmer wird aber schon wieder zugemacht vom neu eingewechselten Sanchez bei den Saarbrückern. Lewald zu Kammerknecht, der wieder zu Lemmer. Lemmer wieder gegen Sanchez. Lemmer gegen Sanchez lässt abbrechen. Nimmt jetzt Ahmed Arslan mit. Ahmed Arslan wieder mit dem linken Fuß flanken. Nee, täuscht nur an. Bringt den Ball jetzt zu Jakob Lewald. Der halb rechts zu Kammerknecht. Kammerknecht rechts raus zu Lemmer. Lemmer hat eine Idee. Läuft er mal vorbei. Bricht auch wieder ab. Obwohl er ja eigentlich die Schnelligkeit hat, kann er doch vorbeiziehen. Macht er nicht. Dreht sich schon dreimal um die eigene Achse, nimmt Kammerknecht wieder mit, der wieder zu Luca Herrmann. Luca Herrmann jetzt so ein Ball Richtung Stefan Kutschke, der wollte gleich direkt zu Schäffler spielen, aber erstmal geklärt von den Saarbrückern, die jetzt gleich mit dem Konter über Günter Schmidt über die linke Seite durchstarten wollen. Günter Schmidt hat jetzt noch Sanchez auf der linken Seite, da läuft Kammerknecht mit. Günter Schmidt will gar nicht so richtig nach vorne spielen, nimmt jetzt Biada an. Biada ist jetzt im Strafraum. Kriegt den Ball aber nicht vorbei an Jakob Lewald. Schaut euch das mal an. Stefan Kutschke, Stefan Kutschke 20 Meter vom eigenen Tor. Ja. Und jetzt wieder im Vollsprint nach vorne. Jetzt das Ding da sind vier neue Spieler auf dem Feld. In vorderster Linie. Und er ist derjenige, der da nach hinten rennt. Das ist eine Katastrophe. Wow! Ja, und jetzt geht es aber weiter über. Vlachodimos Strafraum drinnen. Kriegt den Ball aber nicht am Saarbrücker vorbei. Jetzt versucht er sich schon den zweiten Ball zu holen. Stefan Kutschke lag gerade am Boden. Ball geht zu Jonathan Meyer und Jonathan Meyer holt den Ball runter, bringt ihn jetzt zu Kevin Broll in die Zentrale, der weit aus seinem Strafraum raus ist. Kevin Broll gleich weitergespielt zu Kammerknecht. Kammerknecht, wir haben keine Zeit, Kammerknecht rutscht weg, aber die Flanke kommt sinnbildlich fast sogar auf Manuel Schäffler an. Vlachodimos, der läuft dort ganz langsam drauf zu. Zweiter Ball ist bei Arslan. Arslan, Flanke Richtung Schäffler, kommt nicht durch. Die Saarbrücker sind wieder im Ballbesitz. Ja, das ist eine Offenbarung hier, was hier läuft. Das ist nichts. Es fehlt an Ideen nach vorne gerade, aber absolut komplett. Ja, Saarbrücken macht scheinbar den Raum so gut zu. Was auch immer hier als Prämie ausgegeben wurde, für die geht es ja eigentlich um nichts mehr. Nach oben nicht, nach unten eigentlich nicht. Aber die kämpfen eben um jeden Punkt, ne? Genau. Die geben sich nie auf. Genau. Somit ist es dann Robin Becker, der den Ball wieder über Schreiber spielt. Spielt ihn jetzt lang nach vorne, der geht jetzt nichts. Wo Kevin Broll rausgerannt, kommt aus dem Tor. Nimmt den Ball jetzt nochmal. Will, zeigt es auch an, will noch den langen Ball. Wird immer noch nicht angelaufen. Biada jetzt der lange Ball Richtung Stefan Kutschke. Aber der kriegt dann Bukowski noch an die Hacken. So kommt der Ball zu Vlachodimos. Vlachodimos 1 gegen 1. Erster Übersteiger, zweite Flanke abgeblockt von unseren Gästen. Der wieder Ball bei Vlachodimos auf der linken Seite. Hat aber wieder keine Anspielstation. Bringt jetzt die Flanke und sinnbildlich ins Aus. Ecke. Schiri. Der ist doch hat mit er dem nicht Ball gesehen. Rausgeflogen, oder? Nee, aber der Gegenspieler von Panna, der hat den Ball geblockt. Der war dran, okay. Ja, der hatte den noch an die Stollen bekommen und deswegen hat auch Tim Schreiber den Ball versucht zu retten. Ach so, ja. Also ja, daran sieht man sie eigentlich. Ne? Normalerweise ja. 6 Minuten Nachspielzeit.
Jetzt der Ball wieder freigegeben von Schreiber. Langer Ball auf die linke Seite. Das ist aber Becker, Dominik Becker, der ihn behaupten kann. Jetzt der Ball zu Biata, der sich dort natürlich dann fallen lässt. Jonathan Meyer hat den Ball jetzt mit einem langen Ball wieder. Aber das ist nur auf Stefan Kutschke. Und Uafero köpft ihn nach hinten zu Tim Schreiber, der natürlich jetzt Zeit hat, der jetzt angelaufen wird von Kutschke. Der dort noch springt vor ihm kurz. Jetzt hat er ihn in die Hand genommen. Hat jetzt natürlich Zeit, da hinten Kutschke lauert jetzt natürlich. Was macht er? Jetzt der lange Ball. Und da kommt auch eine Kerze raus. Aber zweiter Ball jetzt hier auf der linken Seite von Dynamo. Der geht sofort ins Aus. Lara Dimas hat den Ball, könnte jetzt schnell Bukowski anwerfen, wirft aber in die Zentrale zu Schäffler. Schäffler verteilt den Ball rüber auf die halbrechte Seite zu Kammerknecht. Kammerknecht jetzt ganz rechts raus zu Lämmer. Lämmer will da vorbei mit einer Tunnel, mit einer Schürze, aber bleibt hängen, hat aber den zweiten Ball, den Einwurf. Somit ist er wieder bei Kammerknecht, der an die Zentrale zu Lewald. Lewald wieder mit einem langen Ball Richtung Kutschke. Kutschke kriegt nur auf dem Rücken. Jetzt der Ball bei Sontheimer, der weiter über Günther Schmidt. Günther Schmidt jetzt dort auf weiter Flur, wird überlaufen von Sanchez, aber der abgelaufen von Kammerknecht. Somit der Ball zu Kevin Proll, der jetzt drei Mann um sich hat, spielt ihn aber in die Zentrale dort zu Luca Herrmann. Der nimmt halb links hinten Jonathan Meyer mit. Jonathan Meyer läuft wieder an, bringt ihn jetzt links zu Bukowski. Bukowski wartet und somit ist es dann der Gegenspieler, der Saarbrückner, der ihn hat. Aber Dynamo bleibt im Ballbesitz über Jonathan Meyer, der zu Flachodimos. Flachodimos auf der linken Seite kriegt jetzt dort die Grätsche. Das ist aber kein Foul. Schiedsrichter zeigt sofort an weiter. Dann rüber auf Kammerknecht auf die halbrechte Seite, der ganz rechts raus zu Lämmer. Lämmer jetzt mit einem langen Ball schnell rein und der ist aber zu hoch und zu weit für Manuel Schäffler, der dort alleine stand, aber kommt da nicht hin. Ja, Jungs, ich weiß auch nie, was ich heute hier sagen soll. Ja. Dass Tim Schreiber jetzt Abstoß hat und sich den Ball auf dem 5-Meter-Raum auf der rechten Seite hinlegt. Klasse! Ja, was wollen wir ja sonst dazu sagen? Also wir sind alle am Boden zerstört. Verständlicherweise, weil mit so einer Leistung hat ja keiner gerechnet. Nee, definitiv nie. Überhaupt nicht. Und ich glaube, der Schiedsrichter hat nicht viel erwarben und lässt nicht so viel nachziehen. 6 Minuten. 6 Minuten Nachspielzeit. Naja, da können wir ja noch mal 2 Tore schießen. Das macht auch Kammerknecht jetzt, der den Ball zu Lämmer bringt. Und Lämmer, jetzt kannst du mal deinen Verteidigerkollegen dort mal überlaufen. Lauf doch einfach mal vorbei mit deiner Schnelligkeit. Jetzt wird er gedoppelt noch. Der ist auch alleine. Ja. Der ist alleine dort rechts draußen. Ja. Wenn er alleine ist, dann muss er es mit Tempo versuchen oder er muss den Ball ins Zentrum bringen, wo wir dann zu viert stehen. Genau. Jetzt haben sie noch einen Freistoß auf der linken Seite. Ja, Kammerknecht bringt dort den wen auch immer von Saarbrücken dort zu Fall. Und die haben natürlich Uafero hat so viel Zeit, diesen Freistoß auszuführen. Also der trabt jetzt erst hin. Und ja, wird dann jetzt lang. Ja, bringt er lang rüber Richtung Biada. Da kriegt der Ball ja gar nicht unter Kontrolle. Also der ist ja komplett weg. Jonathan Meyer hat sich den Ball schnell geschnappt. Bringt ihn jetzt zu Lewald. Lewald rechts raus zu Kammerknecht. Kammerknecht geht doch einfach ein paar Meter jetzt nach vorne. Macht er auch, aber viel zu wenig Druck. Die Saarbrücker können sich dort sortieren. Langer Ball jetzt Richtung Stefan Kutschke. Der wird wieder abgefangen von Zeitz, vom Kapitän. Jetzt ist es Flachodimos auf der linken Seite. Flankt jetzt mit dem rechten Fuß Richtung nirgendwo. Also das ist eine Flanke Richtung Ahmed Arslan. Der wird zugemacht dort von Uafero. Ja, selbst wenn er dort an den Kopf rankommt oder den Kopfball irgendwie unter Kontrolle kriegt, ist er auch sofort wieder weg. Aber das sind logisch diese Flanken und Pässe, die heute die ganze Zeit schon nicht ankommen, die einfach nur ins Nirgendwo gehen. Ja, und dann das Gegenpressing, wenn die angreifen. Das ist, genau, wie Patrick schon gesagt hat, völlig verunsichert dort unten auf dem Platz. Woran das auch immer liegt, liegt es denn an dem Systemwechsel? Alle haben ihn gefordert, alle haben gesagt, Markus Anfang lässt sich nicht reinreden, dann macht er mal einen Systemwechsel, dann läuft es noch schlechter als vorher. Jetzt geht es weiter über Jakob Lämmer nochmal, der Flanke rein, aber da ist Tim Schreiber da und der lässt sich natürlich hier fallen und lässt sich dort noch feiern. Ahmed Arslan bleibt aber hinter Tim Schreiber stehen. Ja, Tim Schreiber hat es aber mitgekriegt. Da zeigt er noch hatten einen. Jetzt schon 10 Sekunden in der Hand. Ich zähle gerade mal mit. Aber dort achtet niemand das drauf. Achtet auch niemand drauf. Jetzt kommt der Ball lang von Tim Schreiber nach vorne Richtung Saarbrücker Angriff. Luca Herrmann hat er den Ball mit Kammerknecht. Kammerknecht zurückgespielt zu Kevin Proll. Ja, feiern tun hier nur die Saarbrücker, die sich wahrscheinlich die Augen wischen müssen und niemals gedacht haben, dass das so eindeutig hier wird. Jetzt Kopfball von Dynamo. Aber auch gleich wieder geklärt von den Saarbrückern. Jakob Lewald, das ist jetzt in der Zentrale, da steht, der geht den Ball jetzt weit vor Richtung Schäffler. Der wird von Uafero zugemacht.
Und jetzt versuchen es die Saarbrücker noch mal über ihre linke Seite, über Günter Schmidt. Der läuft auf Kammerknecht drauf zu, aber bricht auch ab. Günter Schmidt, der will dort gar nicht Richtung Tor ziehen, sondern will einfach nur Ball haben. Kammerknecht ist dazwischen, Ahmed Asan ist dazwischen. Der bringt den Ball jetzt mit Hacke zu Kammerknecht. Und Kammerknecht jetzt Richtung Stefan Kutschke. Stefan Kutschke Abseits. War aber im Abseits. Also soll im Abseits gewesen sein. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es war eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Patrick guckt da mal genauer hin. Wahrscheinlich waren es 5 Meter Abseits, oder? Heute war der Schiri schuld. Heute war der Schiri. Ey, das ist jetzt immer. Nee, heute definitiv nie. Vielleicht andere Entscheidungen, andere gelbe Karten, aber das ist ja. Daran lag es auf keinen Fall. Also dadurch, dass unsere Mannschaft hier so halb gepennt hat, dann wissen wir ja, woran es gelegen hat. Jetzt kommt der lange Ball Richtung Jakob Lewalds Kopf und ja, das war's. Abgepfiffen. Der Schiedsrichter erlöst uns jetzt hier. Was bleibt noch übrig? Also was können wir dazu noch sagen? Wir haben ja während des Spiels zum Glück auch Zeit gehabt, auf sowas drauf einzugehen. Ja, Ernüchterung, ne? Also ja. Enttäuschung und Ernüchterung. Ich glaube, wir haben uns heute alle viel mehr vorgenommen. Und am Ende des Tages stehen 1-3. Das tut natürlich richtig weh. Ja, man sieht es an den Jungs, ne? Die sitzen auf ihrem Hintern. Ja, wissen wahrscheinlich selber nicht, woran es gelegen hat, dass die Konzentration nicht so da war, dass das nicht so, ja, wahrscheinlich nicht zu 100%. Also wir waren nicht wir, würde ich jetzt bald sagen. Viel Ratlosigkeit, viele Ballverluste, viel zu einfach. Die Bälle ins letzte Drittel, wo wir jetzt immer gemeckert haben, dass wir Chancen liegen lassen, waren gar nicht groß da. Ja. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Das Positive ist, wir haben aus den Chancen ein Tor gemacht. Also wir haben eine Chance gehabt und hatten ein Tor. Ja, gut, hast ja, wir hatten schon mehr Chancen. Also erste Halbzeit waren wir nicht schlechter als Saarbrücken. Definitiv nicht. Da hatten wir sogar die besseren Möglichkeiten, wie ich finde. Aber die fehlende Abstimmung, ne, zwischen Offensiven und Defensive. Aber das ist wahrscheinlich auch der Systemumstellung dann geschuldet. Ja. Ich glaube, in dieser personellen Besetzung auch noch nicht wirklich zusammengespielt. Zumindest nicht lang. Und ja, woher soll es kommen, ne? wenn diejenigen dann rein müssen, die wenig Spielzeit vorher bekommen, ja, plötzlich die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Auf der anderen Seite erwartet man das trotzdem von einem Kaderspieler bei Dynamo, der ja mit Sicherheit auch richtig gute Qualität hat. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass der Kader das Zeug dazu hat, aufzusteigen. Trotzdem brauchst du natürlich irgendwo einen Rhythmus, und wenn du den nicht hast, dann wird es schwer, dann auf den Punkt zu liefern. Nichtsdestotrotz muss ich das als regelmäßiger Ersatztorhüter auch, und da fragt dann am Ende auch keiner, ach ja, der hat ja 2 Jahre nicht gespielt. Genau. Ne? Also da muss sich schon dann jeder an die eigene Nase fassen und hinterfragen, ob er alles dafür tut, um eben die Leistung dann auf den Punkt zu bringen. Ja. Und ich meine, der Anspruch sollte ja auch da sein, wenn ich zweiter Kader bin. Ich will ja spielen. Ich will ja nicht umsonst in diese dritte Liga. Genau, ja? Ich will es zeigen. Oder ich will es zeigen, dass ich hier Teil der Mannschaft bin. Genau. Zeigen. Ja. Ja, das ist bitter. Wir werden sehen, was jetzt unter der Woche alles sich. Ich würde gerne wissen, was Markus Anfang dort in der Mitte sagt. Also, ja, wie gesagt, für mich war das schlechteste Heimspiel in der ganzen Saison bisher. Ein schlechteres habe ich bisher nie gesehen. Vielleicht war es jetzt der Breakpunkt. Meinst du brauchst einfach mal zu Hause, musst du mal auf die Fresse ja, kriegen? Ja, du musst einfach mal auf die Fresse kriegen. Du, das ist mir manchmal lieber, als wenn du 3x 1-0 verlierst. Dann lieber immer richtig verlieren. Ja, aber wir haben ja auch mehrere Spiele jetzt in Folge verloren. Ja. Na, das kommt dann noch dazu. Es ist ja nie die ganze Zeit Siege. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt nicht schon den Abstand eigentlich zu groß haben. Wenn dann jetzt Ulm heute gewinnt. Wir werden es sehen. Ja. Ja, es sind noch genügend Spiele, ne? Aber trotzdem ist jetzt ein. Du hast den ja selbst in der Hand. Genau. Trotzdem ist alles möglich. Ist alles möglich. Wir haben es letztes Jahr gesehen, hätten wir das Spiel in Meppen nicht vergeigt. Wer hätte im Januar gesagt zu uns, wir haben am vorletzten Spieltag die Möglichkeit, dort irgendwie aufzusteigen. Genau. Von daher, aufgeben ist keine Option. Es geht nur gemeinsam. Aber es muss
eine Reaktion her. Es muss irgendeine Initialzündung es jetzt geben, die wieder auch ein Stück weit Aufbruchsstimmung dann erzeugt. Ja, geben wir dir recht. Genau so ist es, aber eine Trainerentlassung wäre das Richtige. Also, das ist immer das schwächste Glied. Ne? Er versucht, was zu ändern, er versucht, anders aufzustellen. Er versucht ja alles, irgendwie das Ding. Und ein anderer Trainer, ob das jetzt was bringen würde? Ich glaube es nicht. Ja. Aber, naja, also allen, die noch zuhören, wenn es noch welche sind, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag. Danke, Patrick, dass du mal wieder bei uns warst. Dieses Mal, wo es funktioniert hat, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Wir haben schon gelernt, du kannst jetzt schon verorten leicht das Feld. Ja, ich kann auch Torjubel. Ja. Torjubel, genau. Also da warst du lauter als wir alle. Ich bin ja schon glücklich, dass es zumindest zu einem Torjubel heute gereicht hat. Mir hat es auch viel Spaß gemacht, auch wenn das Ergebnis nicht dem entspricht, was wir uns gewünscht haben. Aber es ist immer eine helle Freude, euch zuzuhören. Danke. Das Gleiche. Danke, Patrick. Also dann, macht's alle schön gut. Schönes Wochenende, Restwochenende noch. Ja, danke auch. Tschüss. Ciao.